Grüezi miteinander, willkommen zurück nach dem Mittagessen. Ich hoffe, ihr habt es gelassen, auch ein bisschen den Sonnenschein. Wir sind beim Traktandum 15, Postulat 80. Es geht um eine vollständige Entgegennahme versus einen Ablehnungsantrag von der SVP. Jetzt kommen die Fraktionssprecher dran. Als erstes habe ich notiert den Peter Krummenacher von der FDP. Ja, geschätzte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die FDP-Fraktion dankt der Stadtverwaltung für die Stellungnahme auf das Postulat. Es ist unumstritten, dass gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte nicht nur aus der Dankbarkeit bei der Bewältigung der Corona-Pandemie erwünscht sind, sondern schon seit mehreren Jahren zur Bekämpfung der Fachkräftemangel erforderlich sind. In der Stellungnahme wird aufgezeigt, dass die Stadt Luzern einzig bei der Viva Luzern direkten Einfluss auf die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften nehmen kann und das auch wahrnimmt. Viva Luzern weist im Quervergleich eine hohe Personalzufriedenheit und ein gutes Lohnniveau auf. So hat eine Pflegefachperson mittels Alter zwischen 40 und 50 Jahren ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 80 bis 85'000 ohne Sonderfunktionen wie fachliche Verantwortung, Leitungen usw. Trotzdem ist es unumstritten, dass Löhne gewisser Pfleger zu tief sind. Vor allem wenig gut ausgebildete und die schlecht geregelten Arbeitsverhältnisse in tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind von schlechteren Arbeitsbedingungen betroffen. Höher qualifizierte und fest angestellte Personal kann in der Regel auf einen angemessenen Lohn zählen. Leider hat die Stadt nur eingeschränkte Einflussmöglichkeiten für Löhne in anderen Institutionen, so unter anderem im Rahmen von Tarifsetzungen bei privaten Spitex-Organisationen hat sie darauf hingewirkt, dass bei auffällig niedrigen Lohnstrukturen oder bei unattraktiven Arbeitsbedingungen die Institutionen Nachbesserungen vorgenommen haben, welche auch die Restkosten im Rahmen der Gesetzgebung mitfinanziert worden sind. Allfällige Verbesserungsmaßnahmen in einzelnen Teilbereichen oder die generelle Aufwertung des Pflegeberufs sollten aber nicht auf der Ebene von einzelnen Gemeinden, sondern im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen oder von bundesweiten Vorgaben angegangen werden. Die Gelegenheit bietet sich auch mit der Volksinitiative für eine starke Pflege vom 28. November. Da die Stadt Luzern in ihrer Rolle als Eigentümer der Viva für attraktive Anstellungsbedingungen sorgt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch bei den privaten Leistungserbringungen im Pflegebereich für angemessene Löhne einsteht, haben wir eigentlich gesagt, wäre eine teilweise Entgegennahme vom Postulat absolut sinnvoll. Eine vollständige Entgegennahme finden wir eigentlich den Sachen überhaupt nicht dienend, wo das nur mehr Aufwand bedingt für die Stadt und eigentlich direkt in denen, wo die Löhne beziehen, wenig zu etwas bringt. Also sind wir eigentlich gegen die vollständige Entgegennahme, besser gesagt, Absage. Marco Müller für die Grünen. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, schönen Nachmittag. Ich werde mich bedanken bei diesen zwei Vorstösserinnen, die mit dem Postulat auf ein wichtiges und aktuell hochakutes Thema aufmerksam machen. Wenn ich die Antwort vom Stadtrat kurz und bündig zusammenfasse, dann sagt der Stadtrat, wir haben kaum Einflussmöglichkeit auf die Löhne und Arbeitsbedingungen in der Pflege. Wir sind dafür nicht zuständig und auffällige finanzielle Mittel dazu fehlen. Wenn wir heute schon sämtliche Register ziehen, die möglich sind, sehen wir das Thema als erledigt. Und wir behalten uns nicht mehr auf dem Radar behalten und wir wollen, dass der Vorstoss abgeschrieben wird. Geschätzter Stadtrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, so einfach können wir es uns aber nicht machen. Schon gar nicht in der aktuellen Situation mit dem akuten Mangel an Mitarbeitenden in der Pflege. Natürlich liegt die Hauptverantwortung für die Arbeitsbedingungen und die Entlöhnung der Betriebe nicht bei der Stadt, sondern bei den einzelnen Betrieben. Es ist aber ein komplexes Thema und es gibt sehr viele Wechselwirkungen, die direkt oder indirekt Einfluss haben auf die Anstellungs- und Lohnbedingungen. Das Festlegen des Pflegetarifs durch die Stadt hat einen kausalen Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen. Zwar müssen die Kosten, die die Pflegebetriebe ausweisen, plausibel sein und der Betrieb muss auch wirtschaftlich tätig sein, das sind auch die Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes. Aber
und die Stadt muss das überprüfen. Aber es gibt einen Handlungsspielraum, der genutzt werden kann und auch soll genutzt werden in der Stadt Luzern. So sind mir verschiedene Betriebe bekannt, Spitex-Organisationen und Pflegeheime, wo das Kompetenzzentrum die Stadt gesagt hat, dass sie zu wenig wirtschaftlich arbeiten und nicht alle Vollkosten im Bereich der Pflege akzeptieren. Auch wenn es ein bisschen wie die Aufgabe ist, die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen, ich wünsche mir, dass wir in der Stadt Luzern Betriebe haben, die nicht nur eine sichere Pflege gewährleisten, sondern eine gute Pflege. Und die kostet nochmal etwas. Das zweite Beispiel, die Stadt Zug hat aus dem Gewinn vom letzten Jahr 150'000 Franken Corona-Bonus ausgezahlt, wo sie in den Arbeitgeber ausgeschüttet haben, wo sie die Pflegerestkosten übernehmen. Sie haben den Betrieben gesagt, setzt für das Personal ein und ihr müsst uns einen Bericht darüber abgeben, für was ihr das Geld eingesetzt habt. Das ist für mich ein schönes Beispiel, das zeigt, auch eine Kommune, wenn sie will, kann sie etwas machen. Sie hat ein Spielraum, es gibt andere, die das tatsächlich machen. HRM2 und andere Vorgaben werden mit berücksichtigen, das ist etwas möglich. Wir sind diverse ambulante und stationäre Pflegeorganisationen bekannt, die aufgrund des von der Stadt ausgehandelten knappen Pflegetarifs nicht möglich hatten, im Folgejahr in den Mitarbeitenden Lohnanpassungen zu gewähren. Und das finde ich doch sehr bedenklich, gerade in der jetzigen Situation. Man muss auch wissen, dass aus der Pflege darf man keinen Gewinn machen. Das ist an und für sich nicht schlecht, aber wenn jetzt ein Betrieb sagt, wir kommen nicht mehr Geld über aus der Pflegefinanzierung, wir wollen aber irgendwie die Löhne ein bisschen anheben oder eine Einmalzahlung machen. Gewisse Organisationen, zum Beispiel auch die Spitex in der Stadt, haben fast kein Eigenkapital und das heisst, man kann dann gar nicht von sich aus mit einem Eigenantrieb gewisse Verbesserungen herbeiführen. Geschätzter Stadtrat, es ist auf jeden Fall ein Spielraum da, um einen grösseren Beitrag als heute schon zu leisten, damit die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte sich nachhaltig verbessern. Mit einer vollständigen Überweisung des Postulats bekommt der Stadtrat nämlich den Auftrag, genau das, also noch etwas mehr als heute, zu machen. Ich habe zwei Themen aufgegriffen, die Vorredner von mir genannt haben. Das erste ist das Thema der Kostenerhöhung, dass man dem nicht zustimmen kann, weil sich die Kosten erhöhen. Es ist nun mal eine Tatsache, dass wir in der nächsten Zeit viel mehr Geld werden müssen ausgeben für Pflegerestkosten. Die Stadt Luzern ist eine von den Städten in der Schweiz, die die älteste Bevölkerung hat. Und je älter man wird, umso mehr Pflegeleistungen braucht man. Ich möchte euch auf etwas Zweites hinweisen. Ein Pflegeheim zum Beispiel, das einen Tarif von 1,32 hat, sagt, bei uns kostet eine Stunde Pflege 80 Franken. Wenn ich heute Fahrstunden nehmen würde, zahle ich 95 Franken pro Stunde, plus minus. Wenn ich eine Handwerkerin oder einen Handwerker im Haus habe, zahle ich etwa 130 Franken, noch Wegpauschalen und so weiter. Weitere Berufe wie Informatik und so weiter, will ich gar nicht erst nennen. Wenn wir sagen, dass eine Stunde Pflege mit 80 Franken nicht teurer werden darf und ich stelle das in Bezug zu den anderen Berufen, dann finde ich das ein Hohn für alle Leute, die in dieser Branche tätig sind und es zeigt, dass irgendwie da gewisse Sachen in unserem System nicht so stimmen. Auch die Aussage, dass man eigentlich heute schon alles und genug macht und dass man darum so weiterfahren wie bis jetzt, das kann ich nicht verstehen. Ja, wir machen heute schon einiges, das ist ja so. Aber wenn wir das Problem, das wir haben, wirklich lösen wollen, dann kann man nicht sagen, wir machen das wie bis jetzt, weil das ist gut und genug, sondern es braucht wirklich mehr. Es braucht mehr Anstrengungen von allen Seiten, von Seiten der Betrieb, von Seiten der Berufsverbände, aber auch von Seiten der öffentlichen Hand und der Restfinanzierer. Ich möchte abschließend noch einen Hinweis machen. In der Stadt Luzern haben wir zahlreiche Organisationen, die hervorragende Arbeitsbedingungen haben. Es ist gesagt worden. Aber auch diese Organisationen haben Mühe, Leute zu finden. Geht mal auf die Webseite von einer Viva und schaut, wie viele Mitarbeitende suchen sie. Die Spitex sucht krampfhaft Leute, die zum Beispiel Abenddienst übernehmen, die in der Nacht arbeiten. Man findet sie schlicht einfach fast nicht. Darum, es braucht mehr Anstrengungen von allen Bereichen. Und es ist sicher so, dass mit der vollständigen Überweisung von dem Postulat und mit dem überzeugten Ja zu der Pflegeinitiative am Ende November können wir alle einen Beitrag dazu leisten, der wichtig und bitter nötig ist. Ich danke für die Unterstützung.
Agnes Keller für die CVP. Geschätzter Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die CVP ist mit den Postulanten einig, dass es mit der Anerkennung und mit Applaus für das Pflegepersonal nicht da ist. In der Antwort, die der Stadtrat aufzeigt, macht er aber bereits heute viel und tut viel unternehmen, um die Rahmenbedingungen für das Personal, für das Pflegepersonal zu verbessern. Er zeigt auch auf, dass er halt wirklich nur eingeschränkte Einflussmöglichkeiten hat und oft Zuständigkeit fehlt. Einzig bei Viva hat er einen direkten Einfluss und macht auch dort auch geltend. Als die Viva in die gemeinnützige AG umgewandelt wurde, ist bei der Auslagerung ein attraktiver GAF abgeschlossen worden, wo selbst alle Personalverbände räumen mussten. Ebenfalls nimmt auch die Dienstabteilung Alter und Gesundheit ihre Verantwortung wahr und weist zum Beispiel bei privaten Spitex-Organisationen darauf hin, dass bei auffälliger, niedriger Lohnstruktur die Institutionen müssen Nachbesserungen vornehmen. Es ist Fakt, dass in den meisten Bereichen einfach halt der Kanton oder sogar der Bund zuständig ist und die einzelnen Gemeinden keine Kompetenzen haben. An dieser Stelle darf man aber sicher auch eben die Volksinitiative erwähnen, die Pflege für die Pflege, die am 28. November abgestimmt wird. Dort kann jeder Einzelne von uns wirklich ein Zeichen setzen und sich für bessere Bedingungen einsetzen. Aus diesen Gründen hätte ich mir die teilweise Überweisung unterstützt. Eine vollständige Überweisung können wir aber so jedoch nicht unterstützen und das Postulat ablehnen. Daniel Lütolf, GLP. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin der Überzeugung, wir mit Sicherheit alle Anwesenden hier und wir sind sicher der gleichen Meinung, dass Klatschen und Danksagungen allein nicht reichen. Das ist schon ein paar Mal erwähnt worden. Weiter müssen aber Massnahmen zur Attraktivierung getroffen werden, um den Fachkräftemangel entgegenzutreten zu können. Ein guter Lohn ist nur ein Bestandteil von einem attraktiven Job. Genauso wichtig sind Sachen wie Weiterbildungen, Aufstiegschancen, Arbeitsplatzsicherheit, Betriebsklima, guter Standort, attraktive Unternehmenskultur, Selbstverwirklichung im Beruf, interne Kommunikation, Anzahl der Urlaubstage und Überstundenausgleich sowie Work-Life-Balance. Ich glaube, da sind auch alle einig da drin. Aber sind denn die Arbeitsbedingungen tatsächlich so schlecht? Dort, wo die Stadt Einflussmöglichkeiten hat, hat sie die auch entsprechend genutzt. So hat die Stadt als Eigentümerin von der Viva Luzern für die Arbeitnehmenden attraktiven Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen. Ist gerade vorher dann auch erwähnt worden, wo sehr gerühmt worden ist von den Personalverbänden. Also die Stadt macht dort, wo die Zuständigkeiten klar sind, ich denke, einen guten bis sehr guten Job. Aus dem Grund hätten wir die teilweise Überweisung auch unterstützt. In dem Fall finden wir den Prüfauftrag durchaus prüfenswert. Also sind wir auch für die vollständige Beweisung. Silvio Bonzanigo. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Der Marco Müller führt unter anderem, aber doch hauptsächlich an, dass im Kanton Zug entsprechend seinen Vorstellungen sind die Gelder ausgerichtet worden. Ich finde jetzt das nicht ein tauglicher Vergleich. Wir wissen um die Finanzkraft vom Kanton Zug. Und ich könnte es aus dem Bildungsbereich, also Lehrpersonen im Kanton Zug mit Sekundarlehrerdiplom verdient oder hat vor wenigen Jahren mehr verdient als Lehrperson mit einem Gymnasiallehrerdiplom im Kanton Luzern. Also man kann immer Zug beiziehen, es hilft einfach nichts, es tut die Relationen nicht verschieben, wenn man immer den leicht finanziell überausgeschnattete Kanton als Vergleichsbeispiel wählt. Ich halte das mit meinen Vorrednern an einer teilweise Überweisung hätte ich zugestimmt. Die ist jetzt vereitelt worden und deshalb werde ich das Postulat ablehnen. Dann gebe ich gerne das Wort Martin Merki. Geschätzte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren,
Arbeitsbedingungen und Löhne der Pflegenden sind seit langem ein Thema. Die Covid-Krise hat das Thema ins öffentliche Bewusstsein geholt. Stadtrat dankt den beiden Interpellantinnen, dass sie das Thema aufgegriffen haben und fragt, wo und wie, mit welchen Instrumenten, dass es möglich ist, die Löhne und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Beispiele und Möglichkeiten für strukturelle Verbesserungen, die im Rahmen der Leistungsvertragsverhandlungen verwirklicht worden sind, sind teilweise erwähnt. In den stationären Institutionen wird auf Anfang nächstes Jahr die Umzugszeit angerechnet, was in vielen Gemeinden im Kanton noch nicht der Fall ist. Nicht erwähnt ist, bei der Viva wird es auf Ende Jahr vermutlich höhere Einreihungen für Anfängerinnen geben. Das heisst, Berufseinsteigerinnen können mit diesen passenden marktgerechten Lohn über. Verbesserungen wie Anpassungen bei den freiberuflichen Pflegefachpersonen aufs 2020 sind erwähnt. All diese Verbesserungen sind im Rahmen von Verhandlungen für Leistungsverträge ausgehandelt worden. Gemeinsam ausgehandelt worden. Man könnte und will Verbesserungen erreichen, aber sie können nicht einfach befohlen werden. Oder nur zum Teil oder eingefordert werden. Die übergeordneten kantonalen Gesetze und die kantonale Verordnung sind da sehr strikt. Der Kanton gibt Mindeststandard für einen Betrieb vor. Er sagt, eine ausreichende Pflege braucht es. Das haben wir so umgesetzt, indem man sagt, oder, wie viele Mitarbeitende dass ein bestimmtes Level haben müssen. A, B, C Level. In diesem Bereich haben wir Einfluss. Es gibt viele Verbesserungen, die gemeinsam entwickelt werden und die gleichzeitig einen grossen Einfluss haben auf die Arbeitsbedingungen. So ein Beispiel, das in der Postulatsantwort nicht erwähnt wird, sind die Einführung von geriatrischen Pflegeexpertinnen bei der Viva. Seit 2 Jahren gibt es die, sind 12 Frauen mit Bachelorabschluss, kosten zwischen 1 Million und 1,5 Millionen Franken. Dank der geriatrischen Pflegeexpertinnen ist Viva gut durch die Krise gekommen. Teams konnten gestützt werden, sie haben bei Isolationen geholfen. Das sind handfeste Verbesserungen für Pflegeteams, die wichtig für die Arbeitsbedingungen sind. Für den Stadtrat ist nicht klar oder nicht ganz klar. Man will einerseits Vorschriften machen und man beruft sich auf das Reglement über die Gestaltung und Steuerung der Versorgung in den Bereichen Pflegen und Wohnen. Das ist richtig. Dort heisst es, mit der Finanzierung werden Vorgaben zur Qualitätssicherung verbunden. Diese richten sich nach den Vorgaben einer qualitativ guten Pflege. Und es heisst auch, das ist im Postulat erwähnt, eine Finanzierung der Leistungen geht auch von einer fairen Personalpolitik der Institutionen aus. Mit der Finanzierung, also das, was der Staat macht, werden Vorgaben zur Personalpolitik verbunden. Es heisst die Trainerinnen aber auch, und das ist entscheidend, unter dem H, die Gestaltung und Steuerung der Pflegeversorgung beinhaltet einen partnerschaftlichen Entwicklungsprozess der Stadt mit den Leistungserbringenden. Und dort ist der Handlungsspielraum. Also, wir können nicht einfach sagen, wir kommen und etwas dekretieren oder wir etwas verlangen. Wir können das nur gemeinsam mit den Institutionen entwickeln. Und es bedeutet gleichzeitig, dass die Institutionen, also alle außer die Viva, natürlich das dann, ist völlig klar, die übernehmen das auch und die können das auch übernehmen. Völlig logisch. Und darum würde es mich schon interessieren, also der Marco Müller sagt, es braucht einfach ein bisschen Anstrengungen, es braucht ein bisschen guten Willen. Mich würde konkret interessieren, wo haben wir die rechtlichen Mittel, um das zu machen, das Erste. Also das Zuckerbeispiel in Ehren. Wir sind eher an langfristigen Verbesserungen interessiert. Und Maria, auch, du hast von Vorschriften geredet, zum Beispiel der GAF, oder, was die Stadt ja macht. Der Gesamtarbeitsvertrag. Mich würde interessieren konkret, wo ist unser Handlungsspielraum, um die Verbesserungen einverlangen? Also rechtlich, wo der rechtliche Handlungsspielraum ist. Wo er kantonal ist, das haben wir ja aufgezeigt. Oder? Der Kanton sagt, es ist an einem relativ kleinen Ort. Wir haben das letzte Mal diskutiert, vor etwa 2 Jahren oder 3 Jahren, wo es um
die Ombudsstelle gegangen ist. Wir haben das nachher auch so umgesetzt, den Auftrag, dass wir mit der Institution geredet haben und mit der Institution zusammen das ausgehandelt haben. Also da ist eine gewisse Symmetrie zwischen der Vorstellung, die Stadt könne das dekretieren oder sie könne da Vorschriften erlassen oder sie könne das einfach einverlangen und auf der anderen Seite den kantonalen Gesetz und auch Vorgaben, wo das nicht einfach so geht. Und unserem Reglement, wo sagt, man soll das partnerschaftlich miteinander entwickeln. Marco Müller. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich tue die Frage vom Stadtrat Martin Merki gerne erläutern. Ich habe versucht, in meinem Votum schon darauf einzugehen. Dort, wo die Stadt Leistungsvereinbarungen abschließt mit den Organisationen im Pflegebereich, das ist ein Grossteil der Leistungserbringer in der Stadt Luzern, dort hat die Stadt sehr wohl einen Spielraum im Rahmen dieser Leistungsvereinbarung, Sachen in die Vereinbarung einzupacken, die es in den Betrieb ermöglichen, dass sie einfacher attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein können. Das Erste ist beim Festlegen des Tarifs, wo man sich darauf einigen. Es ist so, der Tarif kann wirtschaftlich sein, aber er kann trotzdem in den Organisationen einen gewissen Spielraum geben. Und da gibt es gewisse Tendenzen, wo ich feststelle, dass man die Wirtschaftlichkeit extrem hoch gewichtet. Und es ist für mich schon ein bisschen die Frage, ob die Stadt sagt, ja, die Zitrone kann man noch ein bisschen mehr auspressen, weil es gibt mehr Pflegerestkosten in Zukunft. Und wenn eine Bewohnerin mit einer höheren Pflegestufe oder eine Klientin mit vielen Stunden stirbt oder wegfällt, dann muss schon am nächsten Tag die Pflegemitarbeiterin sofort freigeschickt werden, sie muss kompensiert werden und so weiter. Oder ob man sagt, ja, wie viel von diesen gut ausgebildeten Pflegeleuten hat man in einem Bereich, tut man dort den Tarif so definieren, dass eben so Lohnentwicklungen möglich sind. Dort finde ich, das ist ein konkreter Bereich, wo die Stadt sehr wohl einen Spielraum hat, den sie nutzen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass man zusammen mit den Leistungserbringern, auch im Rahmen des Projekts Integrierte Versorgung, kann darüber diskutieren. Wenn wir irgendwann zu wenig Pflegemitarbeitende haben in der Stadt Luzern, dann haben wir ein Problem. Und wenn man zusammen an den Tisch hockt, bin ich überzeugt, da werden auch Sachen rauskommen. Projekte, die vielleicht längerfristig die Anstellungsbedingungen verbessern. Wir haben zum Beispiel auch in der Stadt nach wie vor nicht so viele Kitas, die hochflexibel sind. In den Tagen, wo man Kinder bringen kann, in den Öffnungszeiten und so weiter. Auch dort kann die Stadt eine Vermittlungsrolle einnehmen. Also ich bin überzeugt, es gibt so Sachen. Ich kann es auch nicht, dass die Stadt bis jetzt bei den Organisationen gefragt hat, wie können wir euch allenfalls auf dem Weg dazu noch bessere Bedingungen zu schaffen, unterstützen. Das wäre für mich auch ein Element, dass man in Dialog geht. Und darum, es ist mir klar, es ist nicht so einfach, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Und dort wünsche ich mir von der Stadt ein bisschen mehr Engagement. Und das wird auch nötig sein in Zukunft. Maria Pilato. Ich möchte auch diese Gelegenheit nochmals kurz nutzen, um die Beispiele, die wir auch schon erwähnt haben, nochmals vielleicht zu präzisieren. Das eine hängt an am Beispiel der Umkleidezeit, wo ich lese in der Antwort des Stadtrats folgend: private Heime, die diese Regelung noch nicht kennen, diesem Beispiel, werden auch diese Mehrkosten im gleichen Rahmen mitgetragen und so weiter. Und hier würde ich zum Beispiel von der Stadt erwarten, dass sie proaktiv auf die Heime zugeht. Es geht darum, dass die Stadt quasi ein Angebot unterstützt, das nicht den geltenden Arbeitsgesetzregelungen entspricht. Und sie hat die Möglichkeit, dies zu berichtigen. Und wenn es eben um die Pflegende und um ihre Arbeitsbedingungen geht, dann wäre für mich da ein proaktiver Zugang zu den Heimen auch Teil dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wie Martin Merki das geschildert hat. Und das andere Beispiel ist das des GAFs. Es geht mir nicht um den GAF von Viva. Den könnte man auch mal wieder anschauen, der ist ja auch ein bisschen älter und das Zitat der Gewerkschaften auch ein bisschen älter. Das Feld hat sich auch stark gewandelt und Viva steht da in einer großen Konkurrenz mit anderen Arbeitgebenden. Aber es geht mir um einen GAF-Langzeitpflege, der eben auch die anderen Organisationseinheiten betrifft. Und ich bin nicht
nicht GAF-Fachfrau, aber ich habe mich heute Morgen erkundigt, in Zürich gibt es einen GAF für die Gipser in der Stadt Zürich. Also es ist durchaus irgendwie möglich, GAFs auf städtischer Ebene zu haben oder auf kantonaler Ebene solche eben anzuregen. Und das sind so zwei differenziertere Beispiele, wie ich mir das vorstelle, wenn die Stadt nochmals genauer hinschaut. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir schauen, oder, wer ist Besitzer von einer Institution, wo sind die Einflussmöglichkeiten. Du hast das Beispiel von der Stadt Zürich gebracht. Oder? Die Stadt Zürich hat eigene Spitäler, sie hat ja zwei Stadtspitäler. Und natürlich hat sie dort ganz andere Möglichkeiten. Dort ist sie, dort ja, aber ich, also nochmal, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir schauen, wer ist für was zuständig. Der Kanton ist zuständig für Bewilligungen. Der Kanton sagt, wo unser Handlungsspielraum ist. Wir tun den Handlungsspielraum im Dialog, tun wir in den Leistungsverhandlungen, tun wir das ausnutzen. Und es ist längst nicht so, dass wir nicht proaktiv auf die einzelnen Zugänge, die IG, private Heim, ist sehr gut organisiert. Also wenn wir mit dem ersten Heim anfangen und das Thema auf der also wir haben auch regelmässigen Austausch mit der IG, private Heim, also mit allen zusammen. Bleibe jetzt einmal bei den stationären Einrichtungen. Und es ist auch so, dass natürlich, wenn wir mit einem Heim anfangen, oder mit den Verhandlungen, und es schauen natürlich die Privaten nicht Viva, die schauen natürlich sehr stark auf die Viva. Und das geht gerade durch, das ist natürlich klar, die Informationen, das ist ja logisch. Und darum, der Dialog, der findet statt. Es ist nicht so, dass der Dialog nicht stattfindet. Und weitere GAFs, das ist noch etwas schwierig. Wir finden den GAF auch gute Sachen. Wir haben ja bei unserer Institution haben wir den GAF eingeführt. Und ich denke, die Weiterentwicklung des GAF ist in erster Linie eine Sache der Sozialpartner. Also vom Heim selber, natürlich von den beteiligten Verbänden. Und dann kann es auch ein Thema sein von der Stadt. Marco Müller hat noch die Problematik vom Eigenkapital von der Spitex angesprochen. Das ist natürlich so, das ist ein Problem. Das beinhaltet genau die Weiterentwicklung. Aber das schaut man partnerschaftlich an, gerade mit den Institutionen zusammen, wo eine Weiterentwicklung sinnvoll ist und wo sie möglich ist. Und wir haben in den letzten Jahren auch bei der Spitex Stadt Luzern, wo du Vorstandsmitglied bist, haben wir natürlich sehr viele Weiterentwicklungen ermöglicht. Die Spitex hat sehr viele neue Standorte aufgetan, natürlich auch, klar, weil der Bedarf gestiegen ist, weil es eine Verlagerung gab von stationär zu ambulant. Aber natürlich nicht nur. Die qualitativen Verbesserungen, die damit verbunden waren, die haben wir auch finanziert. Und ich glaube, wir kommen jetzt hier in eine Diskussion rein, wo sehr in die Details hineingeht, sehr ins Operative rein und wo man an sich Beispiele müsste bringen, oder? Fürs Einzelne. Und bitte Beispiele von Luzern und auch schauen, wo wir zuständig sind und wo nicht. Also bei der Spitex, da haben wir sicher mehr Handlungsspielraum als bei den Stationären. Das ist bekannt, weil wir dort Betriebsbewilligungen machen. Und bei den Pflegefachfrauen haben wir auch mehr Möglichkeiten. Und bei den Stationären haben wir weniger, weil dort der Kanton für die Bewilligungen zuständig ist. Und darum, der Stadtrat ist da ein bisschen verunsichert, weil er braucht eine gewisse Klärung, was denn eigentlich rechtlich möglich ist. Und wir haben das aufgezeigt, was rechtlich möglich ist. Und so ein bisschen jetzt reduzieren auf den guten Willen oder so, das ist noch ein bisschen schwierig, weil wir möchten auch weiterkommen. Ich mache beliebt, dass wir es ausmehren. Und zwar geht es um das Postulat 80. Wer für die Überweisung, die vollständige Überweisung vom Postulat 80 ist, möchte ich das zeigen mit Hand erheben. Wer ist gegen die Überweisung? Das Postulat ist überwiesen.
dann könnt ihr das ausprüfen, was ich nehme nicht an, dass er an der, ab der Abschreibung festhält, Martin Merki. Er hat ja noch einen Abschreibungsantrag gestellt. Haltet ihr daran fest? Nehmen wir es nicht an. Nein, ist gut. Okay. Dann ist das Traktandum 15 geschlossen und wir kommen zum Traktandum 16. Das ist Interpellation von der Maria Pilotto namens von der SP-Fraktion vom 4. Mai 2021. Unterstützung für pflegende Angehörige in der Corona-Krise und darüber hinaus. Maria, kurze Erklärung oder Diskussion? Eine kurze Erklärung, genau. Den Antworten des Stadtrats ernehme ich erfreut, dass er die Herausforderungen pflegender Angehöriger erkannt hat. Es muss nun eines der drängendsten Ziele sein, die bestehenden Angebote bekannt zu machen, wobei uns auch die Medienbeiträge der letzten Tage bereits helfen. Die Diskussion über die Entlöhnung pflegender Angehöriger als eine Variante im Fächer der Unterstützungsangebote, interessanterweise gemäß Stadtrat ein Milliardengeschäft, werden wir hier in der Stadt Luzern wohl noch weiterführen müssen. Danke, somit ist das Traktandum 16 geschlossen. Oder möchtest du noch etwas sagen, Martin Merkel? Sorry. Ganz kurz ist noch Pflegemodell Entlöhnungsmodell, Entschuldigung, angesprochen worden. Ich sage einfach an dieser Stelle, es gibt genau das Gleiche, wenn ich den Medien gesagt habe. Wenn das anständig gemacht wird, wenn die Institution, die das macht, die Firma, die das macht, nicht zu viel abknüpft, und zwar nur für die Vermittlung, dann finden wir das eine gute Sache. Aber es kann nicht sein, dass sehr viel nur für die Vermittlung abknüpft wird. Und der Stadtrat hat jetzt einen Antrag dann, übernächste Woche auf dem Tisch, dass Caritas Schweiz ein Modell machen will, in der Stadt Luzern, in Zusammenarbeit mit der Spitex Stadt Luzern. Und dort ist vorgesehen, dass sie selber jemanden anstellen für die Begleitung der Leute und allfällige Gewinne sie einsetzen für die Begleitung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Und es ist nicht abgesprochen, Kolleginnen und Kollegen, aber die Sozialdirektion findet das ein gutes Modell. Das ist das Modell, das man unterstützen kann. Also es ist nicht so, dass wir generell würden sagen, wir finden eine Entlöhnung von pflegenden Angehörigen nicht etwas richtig, sondern wir finden, das sollte anständig gemacht werden. Das Traktandum 16 ist geschlossen. Es war etwas länger gewesen, also kurze Erklärung, beziehungsweise die Erklärung vom Stadtrat sind länger gewesen als 3,60. Aber wir gehen jetzt zum Traktandum 17 weiter. Interpellation 97, Röck Kreienbühl und Thomas Gfeller namens von der SVP-Fraktion. Drogenkonsum im Gebiet Uttenberg. Wollt ihr eine kurze Erklärung oder Diskussion? Wer ist für die Diskussion? Soll das zeigen mit Hand erheben? Gut, Diskussion ist gegeben und Jörg, du hast das Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Die SVP-Fraktion ist mit der Antwort auf die Interpellation 97 nicht zufrieden. Die Ernstproblematik wird abgespielt, als existiere keine Drogenszene. Die ZIP hat alles im Griff, die Polizei braucht es nur in dringenden Fällen. Im Sicherheitsbericht von der Stadt Luzern wird jeweils die Stadt Luzern als sichere Stadt gelobt. Dabei wird viel zu viel beschönigt. Wie unsicher unsere Stadt im Moment ist, haben wir mit der tragischen Meldung von der Vergewaltigung der jungen Frau bei der Langensandbrücke morgens um 4 haben wir das erfahren. Auch die Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem FCL-Match vom letzten Sonntag beweisen, dass die Stadt Luzern den von der SVP-Fraktion gewünschten Sicherheitsstandard noch nicht erreicht hat. Wir bitten den Stadtrat vermehrt auf die Sicherheit in unserer schönen Stadt Luzern zu achten, damit wir uns in Zukunft ohne Angst, auch wenn es dunkel wird, wieder sicher bewegen können. Jonas Studalter für die Grünen. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr ein steiler Einstieg gerade in die Diskussion.
kann das so nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen. Aus der Sicht der Grünen und Jungen Grünen sind bei der Interpellation und bei der Antwort vom Stadtrat zwei Sachen relevant. Einerseits die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von der SVP-Fraktion und den, sagen wir, erhobenen Daten vom Stadtrat. Und andererseits der generelle Umgang und Beurteilung vom Drogenkonsum in unserer Gesellschaft. Diskrepanz muss eher der Stadtrat erklären. Für uns scheint es plausibel, dass Jugendliche, die zusammen chillen und ein lockeres Kommen und Gehen haben, von gewissen Teilen der Gesellschaft als Dealer interpretiert werden und reflexartig der Polizeistaat fordert. Ob das denn auch der Realität entspricht, stellen wir durchaus in Frage. Ich wollte nicht abstreiten, dass das auch im Gebiet Uttenberg gedealt und gekifft wird. Die Frage ist eher, ob es signifikant mehr ist als sonst irgendwo in der Stadt. Gemäss der Antwort vom Stadtrat ist das ja nicht der Fall. Die Frage, warum Jugendliche dealen und Drogen konsumieren, ist dann wiederum die andere. Die Erklärung, man raucht einmal einen Joint, ist abhängig und kifft den ganzen Tag, that's it. So funktioniert die menschliche Psyche leider nicht. Und wenn es so wäre, dann hätte ich gar keinen Job. Also muss man sich fragen, warum? Warum kifft Simon schon mit 16 jeden Tag zwei Joints? Weil es ihm hilft, oben runterzukommen. Und warum? Warum muss er denn oben runterkommen? Damit er einschlafen kann und sich nicht 3 Stunden lang im Bett wälzt. Und warum ist es wichtig, dass er gut einschlafen kann? Weil er am nächsten Tag in der Lehre oder in der Berufsschule kann arbeiten und die beste Leistung kann zeigen kann. Und warum muss er denn so eine gute Leistung zeigen? Weil die Eltern ganz grosse Ansprüche haben, dass er auch gleichzeitig Berufsmatura schafft, damit er dann nachher doch noch studieren kann. Und der Gedankengang zeigt, dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen nicht einfach zu erklären ist und die polizeiliche Repression da halt einfach zu kurz greift. Und es hat ja zum Glück auch unser nationales Parlament begriffen und will die Cannabis gesetzlich neu regeln. Ja, da braucht es Prävention. Unter 21 Cannabis zu konsumieren ist extrem schädlich für die Hirnentwicklung. Aber die richtige Prävention braucht halt auch eine Regulierung vom Staat und kein Schwarzmarkt. Und solange wir uns als Parlament zweimal jährlich, einmal auf Kosten vom Steuerzahler, rituell saufen, sollten wir nicht auf andere zeigen, die gemütlich kiffen. Zum Abschluss, die oben gezeigte 5-Warum-Methode lohnt sich bei ganz vielen politischen Geschäften. Es zeigt, dass man sich nicht einfach mit einer einfachen Antwort zufrieden geben sollte, sondern noch 4-mal weiter sollte. Fragen, warum, das zeigt meistens die Komplexität des Themas. Das Risiko ist einfach, dass man dann plötzlich links wird. Dankeschön. Simon, willst du dazu Stellung nehmen? Nein. Tamara Celada für die SP. Ja, geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fühle mich ein bisschen im falschen Film. Die beiden erwähnten Vorfälle, die Jörg Kreinbühl angesprochen hat, haben meiner Meinung nach nicht viel mit der IP zu tun. Die psychologische Sichtweise von Jona ist sehr spannend, aber hat meiner Ansicht nach auch nicht viel mit der IP zu tun, weil es ging ja darum, wie reagiert die Stadt in diesen Fällen. Und auch uns ist bekannt, dass das Uttenberg als Treffpunkt von Jugendlichen durchaus genutzt wird und dass dort auch mit Drogen gehandelt wird oder möglicherweise wird. Und trotzdem gibt der Stadtrat in seiner Antwort klar, macht klar, dass wir dort nicht dieses dringende oder große Problem mehr haben, wie das vielleicht vor einigen Jahren der Fall war, als mit Medikamenten und Drogen gehandelt und auch einige Todesfälle von Jugendlichen zu verzeichnen waren deswegen. Was uns gefällt an der Antwort des Stadtrates ist es, dass die Maßnahmen abgestuft sind und verschiedene Player mit einbezogen werden. Das heißt, die Zusammenarbeit mit der SIP, mit Akzent Prävention und Suchttherapie, mit privaten Sicherheitsfirmen, mit der Luzerner Polizei, mit dem Beratungszentrum Kontakt, alle diese unterschiedlichen Angebote werden genannt und in unterschiedlicher Intensität dann auch einbezogen.
Uns fehlt hier vielleicht bei der Aufzählung der Einbezug der Drogeninformation Luzern DILU, einem dreijährigen Pilotprojekt des Vereins Kirche Gassenarbeit, der ja auch von der Stadt subventioniert wird. Diesen Einbezug fänden wir aus unserer Sicht ebenfalls wichtig. Der Stadtrat macht auch deutlich, dass Verfolgung und Verkauf und Konsum von illegalen Substanzen, also die Verfolgung von Verkauf und Konsum von illegalen Substanzen in der Verantwortung der Luzerner Polizei liegt, aber dass die Analyse der Situation laufend und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt passiert. Ich weiß nicht, wie man da anders reagieren könnte, auch da im Hinblick, dass die Stadt Luzern keine Polizei, keine eigene mehr hat. Die SP dankt dem Stadtrat für das umsichtige Vorgehen im Zusammenhang mit Suchtprävention und Schadensminderung. Was in ihren Möglichkeiten liegt, hat sie in dieser Antwort gezeigt. Und dankt auch für die aktive Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen. Schül gut für GLP. Ja, geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir hier ein Statement vorbereitet, völlig losgelöst von all diesen Sachen. Ich merke hier, da ist über die ganze Welt da philosophiert worden. Wir danken für die Ausführungen vom Stadtrat. Für uns haben sich Fragen geklärt. Wir möchten gerne auf das Postulat 330 vom 17. März 2016 hinweisen, Teilnahme am Pilotprojekt zum kontrollierten Verkauf von Cannabis, das ja überwiesen worden ist. Und jetzt haben wir gelesen, dass in Basel ja nächste Woche die kontrollierte Abgabe anfängt. Wir haben uns ja als Stadt Luzern der Berner Lösung angehängt. Und wenn der Herr Stadtrat könnte noch uns eine Rückmeldung geben, wenn wir könnte rechnen, dass wir auch in Luzern mit dem Projekt könnte starten könnten, würde ich mir das verdanken. Besten Dank. Peter Krummenach für die FDP. Geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin gerade vorher verschrocken, denke ich, eben andere Antworten bekommen als er. Es geht eigentlich jetzt in dem Fall tatsächlich um Drogenkonsum im Gebiet Duttenberg. Und da möchte ich eigentlich dazu sagen, dass wir die Antwort sehr gut finden. Es ist interessant, dass man auch ein digitales Erfassungstool gemacht hat. Unterbinden kann man es nicht und man soll es wahrscheinlich auch nicht, was Verschiebungen gibt. Das ist auch hier dementsprechend ein bisschen lustig geschrieben, dass ja eigentlich grundsätzlich auf dem ganzen Stadtgebiet bei den Aufenthaltsorten von Pausenplätzen sehr beliebt ist, Cannabis zu nehmen. Das habe ich nicht gewusst. Und dass man eigentlich im Bereich Prävention und Schadensminderung eigentlich dort Früherkennung Geld setzt, finde ich mir sehr gut und unterstütze mir sehr gut. Merci vielmals. Agnes Keller für die CVP. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon extrem viel gesagt worden. Ich finde, was Tamara gesagt hat, kann ich voll und ganz unterstützen. Sie hat eine super Antwort gegeben. Ich habe mein Votum kann ich eigentlich so im Prinzip gerade ihr anschließen. Danke vielmals. Stadtrat Martin Merki. Ja, geschätzte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, der Uttenberg hat einen bestimmten Ruf betreffend Drogenkonsum, den hat er. Und wenn die Schule, ZIP, Quartierarbeit, Polizei etwas feststellt, dann tut man sich zusammensetzen, man koordiniert, man geht vorbei. Und im Moment sind aber die Beobachtungen einfach so, dass im Moment im Uttenberg kein akutes Drogenproblem feststellen ist. Das sagt, das sind Beobachtungen von der Luzerner Polizei, von der SIP, von der Schulleitung, von der Quartierarbeit. Und die Polizei aufgrund des grundsätzlichen Rufs vom Uttenberg ist regelmäßig und mehr dort als an anderen Orten. Also insofern. Subjektive Wahrnehmung von jemandem, der etwas feststellt, kann sich natürlich immer unterscheiden nachher von der Wahrnehmung und den Beobachtungen der Sicherheitsorgane, die das regelmässig machen. Es ist, ist natürlich immer möglich, dass jemand etwas sieht und dann aber die regelmäßige Beobachtung hat ein anderes Bild ergeben, aktuell. Es ist, ich sage aktuell, weil es ist natürlich sehr dynamisch. Der Schül Gut hat noch gefragt, wann geht es in Luzern los?
In der Stadt Zürich ist gemäss der Studienverantwortlichen ist es im Herbst 2022 vorgesehen. Berner Studie ebenfalls im zweiten Halbjahr 2022. Und dann sind ja gestaffelt, sind die, die noch dabei sind, die bei der Berner Studie mitmachen. Das ist unter anderem die Stadt Luzern. Also rechnen wir aktuell damit, dass wir im ersten Halbjahr 2023 werden dabei sein. Die Diskussion ist erschöpft und somit schließe ich das Traktandum 17. Wir kommen zum Traktandum 18. Interpellation 82, Lukas Bäuerle, Michael Zeier-Rast vom 7. April 2021, Hauskatzen. Jetzt möchtest du kurze Erklärung oder Diskussion? Ich möchte eine lange Diskussion, aber gib mir mit einer kurzen auch zufrieden. Also, wer möchte die Diskussion, soll das zeigen mit Hand haben. Ich sehe, ihr wollt diskutieren, selbstverständlich. Ich gebe dir das Wort. Danke vielmals. Lieber Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde Büsi mega herzig. Ich bin mit 3 bis 4 von diesen Katzen in Folge aufgewachsen, die regelmässig im einzigen natürlichen Feind zum Opfer gefallen sind im Auto, wo damals noch mit 50 können durchs Quartier fahren. Nur jetzt sind wir mittlerweile 82'000 Leute hier in der Stadt Luzern und können wahrscheinlich nicht alle ein Büsi halten, auch nicht während Corona. Und dann noch das Büsi draussen rumlaufen, weil sonst auch mega herzige Vögel und mega herzige Eidechsli und Fröschli aus unserem Ökosystem verschwinden. Das ist eine Tatsache, wie wir hier lesen in dieser Antwort. Niemand kann der Stadtrat in seiner Antwort Entwarnungen geben. Weder, also der Einfluss der Katzen auf die Wildtierpopulation ist gross. Geschützte Arten werden erbütet, im Schnitt 11 Vögel und 20 Kleinsäugetiere pro Jahr, bei verwilderten Katzen noch viel mehr. Ganze Populationen verschwinden. Massnahmen gibt es, aber sie sind viel zu wenig bekannt. Glöckli im Frühling nicht rauslassen wegen der Jungvögel, kastrieren etc. Die Frage ist natürlich jetzt in der ersten Phase, wie kommen wir diese Informationen an Katzenhalterinnen und Katzenhalter hin? Ich möchte eigentlich, dass jeder, der sich eine Katze anschaffen will, sich die Auswirkungen bewusst ist und die Verhaltensregeln kennt. Und ich würde das gerne sehen, wenn der Stadtrat sich das überlegt. Das hat er auch gemacht und hat da gerade noch ein paar Vorschläge. Eben, beispielsweise Informationsoffensive bei Tierärztinnen und Tierärzten, Artikel im Stadtmagazin im Frühling, wenn es heikel ist wegen der Jungvögel, oder auch wirklich Informationsschreiben an die Haushalte. Also, wir haben es gelesen, 16'000 Katzen, wir haben in der Stadt etwa 48'000 Haushalte. Ich habe nachgeschaut, also fast jeder dritte Haushalt hat eine Katze. Teil haben auch deutlich mehr, lustigerweise. Gut, und da würde ich schon erwarten, auch, dass es, und das schreibt man auch, dass man angesichts von dieser doch erheblichen Tragweite noch Möglichkeit sich beim Kanton und beim Bund für die als sinnvoll erachtete Registrationspflicht einsetzt. Also leider einmal mehr, zusammenfassend, unsere derzeitig westliche oder Luzerner Lebensweise stoßt doch ein bisschen an ökologische Grenzen, nicht nur bei der Zahl der umfahrenden Autos und der Flugis, sondern auch eben bei den umstreunenden Büsi. Oder streicheln wir und kraulen uns doch wieder ein bisschen mehr selber. Mit dem Zertifikat sehe ich da kein Problem. Danke. Michael Zeier. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt wichtige und weniger wichtige Vorstöße im Parlament. Das ist einer der essentiellsten Vorstöße, wenn man die Reaktion der Medien und von verschiedenen Parlamentarierinnen und Parlamentariern im ganzen Kanton Luzern gehört hat. Man hätte können meinen, man hätte, ich weiß nicht, Gott, also nicht auf eine Katze losgegangen, sondern ins Wespennest gestochen. Und das zeigt doch, dass das scheinbar eine ungeheuer wichtige Sache ist. Es ist aber nur eine Interpellation und wir wissen das, es gibt aus verschiedenen richtigen Gründen eine Interpellation zu schreiben, um über etwas mehr Informationen zu bekommen. Mit dem Vorteil, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dass es öffentlich wird. Wir alle in unserem politischen Arbeiten haben verschiedene Themen, die wichtig sind, dass sie im öffentlichen Bewusstsein in den Prozess hineinkommen, ohne dass zwingend daraus eine gesetzliche Folge muss kommen. Und das ist unter anderem auch die Idee von einer Interpellation.
Heute Morgen, als ich in den Rat gekommen bin, habe ich an der Säule bei meinem Veloständ, also bei unserem, folgendes Plakat gelesen. Wer kennt Mio? Unsere Katze Mio kommt seit längerem nicht nach Hause. Wir können ihn aber im Quartier beobachten. Bitte füttern Sie Mio nicht und lassen Sie ihn nicht in die Wohnung. Mio hat ein Zuhause, wo es ihm gut geht und er umsorgt ist. Das einfache Plakat mit Bild zeigt die Problematik, in der wir uns drin bewegen. Wir müssen sie nicht grösser machen, als sie ist, selbstverständlich. Aber auf der einen Seite merkt man, da leidet jemand emotional tatsächlich daran. Das wollte ich gar nicht beschönigen oder irgendwie lächerlich machen. Das ist ja so. Und auf dieser Seite sieht man, man hat die Katzen einfach schlicht und ergreifend nicht im Griff. Weil sie sind halt einfach schlicht und ergreifend Raubtier. Und man kann einer Katze nicht sagen, Fuss. Das geht nicht. Oder? Und eigentlich hätten wir am heutigen Tag da müssen Gitter aufziehen, wie früher im Zirkus, wenn Traubkatzen gekommen sind, dass wir nicht angefallen werden, um die Sicherheit zu garantieren. Die feinen, lieben, herzigen Büsis, die haben halt einfach Potenzial für mich. Also wie sie aussehen. Und alle Katzenhalterinnen und Halter haben eine Verantwortung. Das heisst nicht, dass die keine Katzen haben dürfen. Wenn ich daheim ein Krokodil habe, sofern mir das erlaubt wird, dann weiss ich auch, dass das halt einfach nicht frei gelaufen, also dass ich frei laufen kann, sondern ich eine gewisse Verantwortung habe. Wenn ich Schlangen habe, ich eine gewisse Verantwortung, wo ich weiss, dann muss ich, das übernehme ich, wenn ich das will. Oder? Und wenn ich solche Vogelspinnen habe oder was auch immer, dann mache ich das auch. Und es ist halt einfach so, herzig ausgesehen heisst nicht, dass es einfach nur herzig ist. Und geschätzte Damen und Herren, wir haben in der Stadt den Grundsatz, dass wir Biodiversität pflegen wollen. Aber wenn wir ein Wesen haben da drin, das die Biodiversität auch in Gefahr bringt, dann ist es ja doppelt lächerlich, dass wir einfach sagen, das ist uns Wurst, dann zahlen wir nämlich mehr. Und da müssen wir doch uns bewusst sein darüber, was könnte das heissen, ohne dass man jetzt irgendeine Katzenhalterin oder einen Katzenhalter da irgendwie zum Teufel an die Wand malt, sondern ihnen sagen, und das bitten wir an den Stadtrat damit, das hat der Lukas auch gesagt, wir müssen halt die sensibilisieren, dass ihnen klar ist, dass eben Katzen letztendlich Raubtiere sind und dass ich als Besitzerin oder als Besitzer von einer Katze eine Verantwortung trage. Und mir ist nicht einfach egal sein, wenn die Katze rausgeht, was die macht. Beim Hund dürfen wir es nicht, bei der Katze dürfen wir es auch nicht. Simon Roth, Despi. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe selber nie ein Haustier gehabt, außer Wasserschnecken. Die sind für die meisten Säugetiere und Reptilien ungefährlich. Von dem her habe ich jetzt einen emotionalen Bezug dazu. Ich möchte aber doch den beiden Interpellanten danken, auch für ihren Mut. Ich habe vor ein paar Jahren selber mal irgendeine Interpellation in die Richtung machen und habe mich dann nach gutem Zureden davon abbringen aber ich bin froh, dass wir jetzt das gleich haben. Ich habe das Geschäft heute eigentlich auch nicht selber übernehmen. Es ist jetzt gleich bei mir gelandet. Und ich finde die Antwort sehr spannend. Es ist auch irgendwo in dem Rahmen, wo man ein bisschen erwarten kann. Eine Antwort, die mir aber noch ein bisschen fehlt, ist die auf die Frage, also wenn ich jetzt Tauben würde bei mir daheim vergiften, dann möchte ich mich ja strafbar. Und gleichzeitig habe ich für Katzen oder einfach für Haustiere habe ich auch eine Tierhalterhaftung. Also inwiefern bin ich eigentlich dann wirklich auch für das Verhalten von Haustieren, wo sich dann eben da irgendwie über, ich meine, es ist ja doch eine rechte Menge an Vögeln, die da zu Tod kommen oder von Reptilien. Wie, inwiefern bin ich auch als Halter wirklich verantwortlich dafür, was die Tiere in ihrer Freizeit außer Haus so machen? Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Meldung. Adrian Borgola. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben eine ausführliche Antwort gemacht zu einem Thema, das mich auch schon bevor ich Stadtrat war, viel beschäftigt hat als Naturschutzbiologe. Ist ein Thema, ist eine Fragestellung und manchmal muss man in einem Büsi auch Katze sagen. Das heisst, wenn man ein Tier sich anschafft, muss man sich bewusst sein, das Tier hat Bedürfnisse und das Tier trägt euch, hat eine gewisse Funktion im Ökosystem. Vor allem dann, wenn es Freigang hat, wenn es raus kann. Und das ist dann wieder aus Tierschutzsicht, ist das natürlich eigentlich
entspricht das im Wesen von einer Katze, dass sie sich halt draussen frei bewegen kann. Und das sind die Widersprüche, wo man sich einfach sehr bewusst muss sein, wenn man eine Katze anschaffen muss. Die Katzen haben einen Einfluss auf das Ökosystem, nicht zuletzt, weil sie halt eben auch zugefüttert werden. Also sie, wenn sie sich selber müsste ernähren, gäbe es viel weniger Katzen, weil so viel Futter hat es gar nicht. Aber für die Katzen ist ja das eigentlich nur ein Zusatz. Sie fressen zum Teil die Tiere, die sie erbeutet, ja nicht einmal, sondern es ist einfach so eine Zusatzbeschäftigung oder nicht eine wesentliche Basis für die Ernährung. Darum, aus unserer städtischen Sicht, ist sicher das Wichtigste, den Lebensraum so zu gestalten, dass Wildtiere möglichst viele Rückzugsmöglichkeiten haben. Das deckt sich mit unserer Strategie in der Biodiversität. Dass man wirklich Lebensräume kann schaffen kann, neu mit der Stadt, wo Rückzugsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel ist ein Dornenbusch natürlich sehr günstig für viele Tiere und natürlich für die Pflanzen letztendlich auch. Die zweite Priorität ist sicher Öffentlichkeitsarbeit. Die Debatte gehört ein bisschen dazu. Man muss sich sicher einfach wirklich bewusst sein, wenn man eine Katze beschafft. Erstens beschafft man nicht nur ein herziges kleines Büsi, das in den ersten paar Monaten noch eben herzig aussieht. Dass eine Katze kann 15 Jahre alt werden, kann 18 Jahre alt werden. Diese Verantwortung übernimmt man neu. Und so in unserer schnelllebigen Zeit geht das vielleicht manchmal auch ein bisschen vergessen, dass das Tier, das man aufnimmt in einem Haushalt, dass das halt auch ein lebendes Tier ist, das zum Beispiel ziemlich lang kann leben und wo man die Verantwortung für die ganze Lebenszeit muss übernehmen. Und es gibt viele Katzen in der Stadt Luzern, das wissen wir. Wir können nicht genau sagen, wie gross der Einfluss auf die Biodiversität ist. Es ist noch die Frage gestellt worden nach einer tierhalterhaftigen Art. Also der Haftungsanspruch, ich weiß nicht, wer das hätte geltend machen, die öffentliche Hand oder die Natur, die ist selber keine Rechtsperson. Also wo der würde sagen, die Katzen von diesen Haltern beeinträchtigen meine Biodiversität. Also es ist mir nicht bekannt, dass es so etwas gäbe. Aber selbstverständlich gibt es im Umgang bei Tierhaltung gibt's natürlich Vorsichtsmassnahmen. Und möglicherweise gibt es so etwas. Ich bin jetzt aus dem Stand nicht gefragt. Also wenn jemand eine Leih hat und den irgendwie ab der Leine lässt, glaube ich, könnte er wahrscheinlich schon behaftet werden. Aber ich vermute nicht um einen Schaden an der Biodiversität. Aber das wäre zu klären. Ich weiss, dass es gibt vielleicht ein bisschen einen Gump bei den Fröschen, wo man in einem Teich, der selber kommt, ansiedelt. Ist die Frage, ist man da als Werkeigentümer in der Haftung, wenn die Lärm verursachen und den Nachbarn stören? Also, da wird hin und her diskutiert, aber ich glaube, die rechtliche Antwort ist noch nicht ganz eindeutig gegeben. Aber es ist jetzt ein Sprung von der Katze zu den Fröschen. Das machen aber die Katzen auf die Frösche, aber das ist ein anderes Thema. Gut, besten Dank für die Diskussion und ich glaube, die Antwort ist relativ umfangreich und auch die Fragestellungen sind umfangreich, sodass man einen guten Katalog hat. Und wir werden sicher schauen, ob man in geeigneter Form zu der Öffentlichkeitsarbeit beitragen kann. Sehr gut, ich stelle fest, die Diskussion ist erschöpft und somit ist das Traktandum 18 geschlossen. Wir kommen zum Traktandum 19. Postulat 73, Jonas Studhalter namens der Grünen, Jungen Grünen Fraktion vom 19. März 2021. Die Uhr auf dem Bahnhofplatz muss ersetzt werden. Der Stadtrat ist für Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung. Ich gebe dir mal das Wort, Jonas. Ich möchte nur ganz herzlich im Namen von den Leuten, die mir ein Mail geschrieben haben, einem junggrünen Mail geschrieben, die sich bedankt haben, dass die Uhr wieder da ist. Herzlichen Dank dem Stadtrat, dass man so schnell und ohne die Parlamentsdebatte abzuwarten gehandelt hat und die Uhr wieder da ist. Ich freue mich jedes Mal, bin mit der Abschreibung einverstanden. Nein, somit, es gibt ja keinen Gegenantrag, dann ist das entgegengenommen und abgeschrieben und das Traktandum 19 ist somit geschlossen und wir kommen zum Traktandum 20. Interpellation 79, Martin Abele, Martina
Landwehr und Lukas Bäuerli namens der Grüne, Jungen Grünen Fraktion vom 1. April 2021 negative Emissionen in Zentrumslagen. Interpellation, das heisst, fragt erst Unterzeichner Martin, willst du eine kurze Erklärung oder Diskussion? Gut. Wer möchte die Diskussion, zeigt das bitte mit Hand erheben. Diskussion ist gegeben und somit gebe ich dir das Wort. Vielen Dank, geschätzte Präsidentin, geschätzte Anwesende. Die Interpellation nimmt ein wichtiges Thema auf, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Die Hauptverkehrsachsen sind in Bezug auf Lärm- und Luftbelastung eine grosse Problemzone. Es ist kein Schleck, an diesen Strassen zu wohnen und entsprechend unattraktiv sind diese Strassenzüge in der Regel auch, was sich wiederum in der Zusammensetzung der Anwohnerschaft widerspiegelt. Der Grund ist bekannt und wird vom Stadtrat auch gerade schon im ersten Satz in seiner Interpellationsantwort genannt. Der Straßenverkehr ist in der Stadt Luzern die dominante Quelle für Lärm- und Luftschadstoffemissionen. Damit verbunden sind auch erhebliche Gesundheitsschäden. Der Stadtrat führt die anschaulich aus. Wir freuen uns, dass der Stadtrat sich der Problematik bewusst ist und aktiv daran arbeitet, die Verkehrsmenge und Belastung für die Bevölkerung zu senken. Als schon 82% der Gemeindestrassen als Fußgängerbegegnungs- und Tempo-30-Zonen ausgestattet sind, ist erfreulich. Wir nehmen auch mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die Stadt auf der Gemeindestrasse einiges unternimmt, für insbesondere die Lärmbelastung zu verringern. Es ist bekannt und es wird hier noch einmal deutlich, dass der eigentliche Handlungsbedarf bei den Kantonsstrassen liegt. Nicht vor ungefähr trägt unsere Interpellation den Titel «Negative Emissionen in Zentrumslagen» und damit sind nicht Altstadt und andere verkehrsberuhigte Teile und Zentren gemeint, sondern sie zielt auf die zentralen Verkehrsachsen. Im überwiegenden Teil sind das Kantonsstrassen. Wenn ich lese, als die Lärmemissionsgrenzwerte entlang der Kantonsstrassennetz fast flächendeckend und oft auch über einen höheren Alarmwert überschritten wird, läuten bei mir die Alarmglocken. Als der Kanton bisher keine Massnahmen an der Quelle ergreift, ist beschämend. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Strassen auch mit Lärmschutzfenster im rechtlichen Sinn immer noch sanierungspflichtig sind. Auch die Luftbelastung ist an den betroffenen verkehrsbelasteten Strassen deutlich zu hoch. Es ist ungesund, an diesen Strassen zu leben, beziehungsweise sich dort aufzuhalten. Wir finden, dass wir die Menschen, die an diesen Strassen leben, nicht dürfen im Stich lassen. Wir müssen unbedingt dafür schauen, dass auch diese Zonen siedlungsverträglich gestaltet werden. Die Grünen haben darum die Volksinitiative «Attraktive Zentren» lanciert und werden die im November einreichen. Die Initiative hat zum Ziel, die vom Verkehr dominierten Ortsdurchfahrten zu attraktivieren und dort für bessere Luftqualität, weniger Lärm und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu sorgen. Welche Massnahmen dafür geeignet sind, für dieses Ziel zu erreichen, legt der Stadtrat in seiner Antwort auf die Frage 4 dar. Es sind eine Raumplanung, wo kurze Wege gefördert werden, die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs und mehr Elektrofahrzeuge, mehr Tempo 30, der Einbau von lärmreduzierenden Strassenbelägen und mehr lärmarme Pneus. Und es gibt noch weitere Massnahmen, die genannt werden und möglich sind. Der Stadtrat macht, wie eingangs erwähnt, schon viel für die Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken. Noch viel mehr Spielraum und auch Luft nach oben gibt es allerdings beim Kanton. Der Stadtrat ist, wie wir lesen, im stetigen Austausch mit dem Kanton und wie ich vernommen habe, findet die Stadt bei der Umwelt- und Wirtschaftsdirektion und dem Fabian Peter auch inzwischen mehr Gehör für ihre Anliegen und Bedürfnisse der Bevölkerung. Wir wünschen dem Stadtrat viel Durchhaltewillen und Good Vibes für den Kanton von der Wichtigkeit dieser Massnahmen zum Wohl der Bevölkerung zu überzeugen. Roger Sonderegger für die CVP.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und geschätzte Kollegen. Zuerst danke für die wichtigen Fragen an die Grünen, jungen Grünen und im Stadtrat für die hervorragenden Antworten. Sie sind fachlich hervorragend, inhaltlich sind sie eher beunruhigend. Auf Gefahr hin, dass ich noch mal etwas Gleiches erzähle wie Martin Abeli, versuche aus meiner Sicht zu sagen, warum das beunruhigende Antworten sind. Wir wissen über das Thema schon seit Jahrzehnten eigentlich alles, was man muss wissen. Man muss es angehen, Tempo, Beleg, Pneu und du hast es gesagt, Martin. Jetzt haben wir Zahlen vom Tisch, 24'000 Leute in der Stadt Luzern sind von dem betroffen. Der Varette ist auch betroffen, ich wohne ja an der Luzernstrasse in Litau und das ist auch eine von diesen sehr lauten mit 50 befahrenen Strassen, von dem her weiss ich etwa, wie sich das anfühlt. Früher, wenn man mit dem Velo in die Stadt ist, dann hat es gestunken auf der Strasse. Das ist zum Glück vorbei. Also muss sagen, mit dem Luftschadstoff, da haben wir echt grosse Fortschritte gemacht. Grund dafür ist vielleicht nicht die Stadt Luzern selber gewesen, sondern eher die Euronormen, die funktionieren. Aber man sieht, es funktioniert, wenn man steuert im Umweltbereich. Bei der Luftschadstoff sieht man es besonders gut. Und die 24'000 Menschen, die in der Hauptstrasse wohnen, die finden nicht einfach, das ist zu laut. Das Gesetz sagt, es ist zu laut. Also die Lärmschutzverordnung ist nicht eingehalten. An vielen Orten ist sogar der Alarmwert überschritten. Also nicht nur der Planwert, sondern auch der Alarmwert. Und das nehmen wir eigentlich seit Jahrzehnten. Einfach, das passiert einfach, oder? Also respektive, es passiert einfach nichts. Dabei ist der Zustand, um es mit einem Wort zu sagen, er ist illegal. Also das Recht ist nicht erfüllt und die öffentliche Hand, also in dem Fall an vielen Orten der Kanton, ist aufgefordert zu handeln und macht es nicht. Darum ist es schon nicht so schlecht, wenn man da innen darüber redet. Wir 48 oder 50 Leute, die wir heute sind, sind 24'000 in der Stadt davon betroffen. Wir haben aber schon ein paar Mal über Tempo 30 hier geredet, auf der Hauptachse. Wir haben uns auch nicht immer dafür ausgesprochen, für ein flächendeckendes Regime. Sondern eher dafür, dass man an die geeigneten Stellen eingreift. Ich mag mich an zwei Voten erinnern aus der Vergangenheit. Das eine ist vom Schül gut gesehen. Er hat gesagt, man sollte eigentlich die Situation können vor dem Europäischen Menschenrechtsgericht einklagen, dass das nicht gemacht wird. Er hat selber können erleben an der Spitalstrasse, was das für einen grossen Effekt hat. Und Corinna Bärtsch hat einmal gesagt in einem Votum, was hat sie gesagt? Ich muss schnell spicken. Genau. Sie hat gesagt, das Tempo 30 ist eine lebensverlängernde Massnahme. Und auch sie hat recht, weil der Stress tut die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt und Lärm gibt Stress. Stress hat Konsequenzen auf die Gesundheit und somit auch auf die Lebenserwartung. Das sind zwei kleine Beispiele aus der Vergangenheit, die wir hier schon diskutiert haben. Die Schallschutzfenster, die eingebaut werden an den Kantonsstrassen, sie sind halt ein Trostpflaster. Sie sind nicht eine Lösung, die rechtlich verhebt. Also, der Handlungsbedarf ist alt, er ist bekannt, die Zuständigkeit ist klar, sie liegt beim Kanton und zum Glück, Martin, ich habe es auch erfahren aus den Medien, zum Glück gibt es Licht am Ende des Tunnels und ja, Tempo 30 wird zu einem Thema, das im Kanton Luzern zugelassen wird. Wir sind nicht allein. Es gibt viele Dörfer, die in der Mitte der Kantonsstrasse sind. Das ist ja genau zwischen der Migros und der Schule, genau dort im Herzen der Siedlung, wo eben alles durchgeht, wo es unbedingt muss möglich sein muss, aus Gründen von der Aufenthaltsqualität, von der Sicherheit, von der Luftschadstoffe, aber vor allem auch vom Lärm, dass man mit 30 durchfährt und mit 50. Also es ist Zeit für mehr Aufenthaltsqualität, für mehr Sicherheit für Velofahrende, für mehr Sicherheit von den Leuten, die zu Fuß unterwegs sind. Und im Namen von diesen 16'000 Leuten, die an der Kantonsstrasse wohnen, wie ich, sage ich danke für jeden Kilometer, wo es möglich ist, auf einer Kantonsstrasse weniger bei der Tempo 50 zu signalisieren. Schön gut. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Sonderegger, lang ist es her, glaube ich, wo das Votum mal gefallen ist. Ich kann mich jetzt nicht so wirklich daran erinnern. Es zeigt, wie lange wir schon zu diesem Thema reden. Ich habe mir aufgeschrieben, steht der Tropfen Hültenstein. Wir sind aufgrund der aktuellen Fokusänderung vom Kanton sehr zuversichtlich, dass auch die Stadt Luzern Bewegung kommt in die Tempo-30-Diskussion. Wir danken vor allem dem zuständigen Stadtrat und der Stadtverwaltung fürs Dranbleiben und bedanken uns. Ich sehe vom Rat aus kein Votum mehr. Adrian Borgola, willst du noch etwas sagen dazu? Gut, gib das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann es kurz machen, weil wir haben, glaube ich, eine gute oder einfach eine lange Antwort geschrieben und die ist auch anerkannt worden als fachlich gut. Ich würde vielleicht eins sagen, die Lärmschutzfenster sind vielleicht ein rechtliches Trostpflaster, aber wenn sie eingebaut sind, sind sie tatsächlich natürlich ein physisches Trostpflaster. Also das muss man schon sagen. Also das ist nicht nur das ist eine Hebung von der Lebensqualität. Ich habe selber mal an einer Kantonstrasse gewohnt, an der Pilatusstrasse. Da weiss man dann, was man hat, wenn man Schallschutzfenster hat. Wir haben keins gehabt. Aber wir haben es an anderen Orten erlebt. Immerhin. Aber natürlich, man kann das Fenster nicht auftun. Das ist klar. Und das ist natürlich eine Einschränkung von der Lebensqualität. Und das ist nicht das, was wir anstreben. Und wir haben sicher auch auf unseren Strassen noch Bedarf. Und ich glaube, die ganze Mobilitätsstrategie lenkt darauf an, dass wir ein ruhigeres System bekommen. Gleichzeitig auch die Klimaschutzstrategie wird dazu führen, dass wir mehr Elektrofahrzeuge haben. Die sind zwar, wenn sie langsam unterwegs sind, ist das irgendein Reifengeräusch lauter, aber sie haben natürlich einige Pluspunkte. Und du hast es auch erwähnt, wenn heutzutage irgendein altes Wespe vorbeifährt oder ein Zweitakter, man schmeckt es. Und das haben wir als Jugendliche, das hat man dann nicht geschmeckt, weil es überall so geschmeckt hat. Also gewisse Fortschritte haben wir gemacht, aber gerade im Bereich vom Feinstaub und natürlich im Bereich vom Lärm haben wir noch sehr viel zu tun. Und da müssen alle daran arbeiten, der Kanton, wo wir in einem guten Austausch sind, Gemeinden, aber auch die einzelnen Leute, die sich überlegen müssen, das ist jetzt auch wieder so eine Beschaffungsfrage, ja, braucht er so ein grosses Auto zum Beispiel, wo halt doch auch lauter ist, oder braucht es vielleicht auch mal ein kleineres oder gar keins? Einlernen. Merci. Ich stelle fest, die Diskussion erschöpft. Somit ist das Traktandum 20 geschlossen. Wir kommen zum Traktandum 21, Postulat 107, Benjamin Gross namens von der SP-Fraktion vom 21. Mai 2021, E-Bike-Ladestationen. Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen. Gibt es einen Ablehnungsantrag? Somit ist das Postulat überwiesen und das Traktandum 21 geschlossen. Kommen wir zum Traktandum 22, Motion 13, Patrick Zibung und Thomas Gfeller namens der SVP-Fraktion vom 18. September 2020, Sicherung des Parkplatzangebots beim Bahnhof Luzern. Der Stadtrat möchte die Motion als Postulat entgegennehmen. Sind ihr mit dem einverstanden oder wenn ihr an der Motion festhalten? Patrick Zibum. Wir sind einverstanden. Gibt es einen Ablehnungsantrag zum Postulat? Okay, Benjamin Gross. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Jetzt gerade nachdem dass das vorher noch ohne Ablehnungsantrag durch ist, haben wir es aber wirklich da noch Gedanken gemacht zu diesem Vorstoss. Und wir finden, werte Präsidentin, Entschuldigung, sehr geehrter Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir finden, es gibt grundsätzlich nie etwas gegen Studien einzuwenden. Wenn man nach Studien schlauer ist und besser entscheidet, basiert auf Fakten, ist das etwas Gutes. Beim Lesen zuerst habe ich zum Beispiel gefunden, das ist gut, wie der Stadtrat da antwortet auf die Motion und eigentlich sind wir ganz der Meinung, dass es vernünftig ist. Noch mehr als Postulat als Motion. Aber dann sind Zweifel zuerst bei mir auch aufgekommen, als ich fertig war mit Lesen und dann in der Debatte mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion sind wir dann zum Schluss gekommen, dass wir gerne einen Ablehnungsantrag stellen würden. Und ich werde das kurz begründen. Wir haben einen Bahnhof, den wir ausbauen. Das braucht Platz, das ist auch klar, der wird ja grösser. Wir sind in der Fraktion nicht der Meinung, dass der Tiefbahnhof zu mehr Autoverkehr wird führen wird. Im Gegenteil wird der schnellere Transit durch Luzern ein Argument dafür sein, das Auto schon vor der Stadt abzustellen und von der schnellen Verbindung durch Luzern durch zu profitieren. Park and Ride verlagert sich nach unserer Meinung eher in Gemeinden um Luzern herum und nicht mitten in die Stadt hinein. Es ist eine willkommene Entlastung für das verkehrsplagte Zentrum von der Zentralschweiz. Es ist auch vielen von uns völlig klar, dass es Abstellmöglichkeiten für Autos weiterhin braucht. Es gibt so Hop-on, Hop-off
Parkplätze. Wenn man dringende Geschäfte erledigen muss, gibt es auch weiterhin noch zwei Parkhäuser, wie es im Moment aussieht. Und für das sind also Parkplätze um. Dass eins der Parkhäuser den Schienenplatz macht, ist aus unserer Sicht nichts als konsequent bei so einem Vorhaben wie einem Bahnhofvergrößerung. Es geht darum, dass man den Schienenverkehr stärken kann. Wenn man dann auf den Gleisanlagen Platz frei bekommt, dann können wir uns wirklich Schöneres vorstellen, als ein Parkhaus dort drauf zu stellen. Die Reden sind ja von Park zum Beispiel, ohne Haus. Wir haben so die Chance, den Bahnhof und vor allem auch drumherum aufzuwerten. Das ist eine von diesen wenigen einmaligen Chancen. Und wir finden, es braucht auch keine Studie, um das zu entscheiden. Und darum lehnen wir als Fraktion den Vorstoss ab, ob als Motion oder als Postulat. Wir finden, es ist ein falsches Zeichen, wenn sich der Grossstadtrat Sorgen um ein drittes Parkhaus macht in diesem Zusammenhang. Merci. Patrick Zibum. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich muss sagen, ich bin am Anfang fast ein bisschen verschrocken, als ich die Antwort gelesen habe, dass von der SVP mal vom Stadtrat ein Vorstoss angenommen wird. Also zwar als Postulat, aber immerhin. Weil mit dem Postulat können wir auch sehr gut leben. Also mit der Antwort sind wir wirklich zu grossen Teil einverstanden. Es ist nachvollziehbar, dass man so ein Postulat entgegennimmt. Und mich persönlich hat besonders erfreut, die Antwort zu lesen. Ich zitiere: Es ist unbestritten, dass die Innenstadt auch weiterhin mit allen Verkehrsmitteln erreichbar bleiben soll. Und aus dieser Sicht, oder aufgrund von dem, ist es für uns wichtig, dass man die Bedürfnisse berücksichtigen und dass in dieser Studie einfließen lässt. Und entgegen dem, was jetzt mein Vorredner gesagt hat, die Entwicklung im Gebiet, wo die heutigen Gleise sich befinden, wird möglicherweise zu mehr Verkehr führen. Das wird auch vielleicht neue Bedürfnisse schaffen, dass Leute mit dem Auto dort hinkommen müssen. Und ich denke, das ist schlau, dass man das berücksichtigen in dieser Studie bzw. dann im Bericht und Antrag, der dann im 2022 rauskommt. Und von dem her bitte ich euch, das Postulat zu überweisen, dass wir dann nachher eine intensive Diskussion auch über das kann führen im nächsten halben Jahr. Dann. Danke. Roger Sonderegger für die CVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Die CVP-Fraktion macht sich nicht gerade Sorgen um Parkplätze am Bahnhof, sie macht sich aber Gedanken dazu und wir können eigentlich das Vorgehen, das der Stadtrat vorschlägt, sehr gut nachvollziehen. Der Stadtrat sagt, wir machen nicht einen eigenen Bericht, aber wir haben eine wichtige, grosse Aufgabe zum Lösen. Parkierung ist ein kleines Thema oder ein mittelgroßes Thema drin. Und in diesem historischen Moment wollen wir alles auf den Tisch legen und schauen, was kommt wo hin. Die Testplanung hat ja gezeigt, dass da grosses Potenzial am Bahnhof ist. Es ist auch sehr grosser Handlungsbedarf, es sind sehr viele Akteure dabei. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn man einen Park oder ein Parkhaus rausgreift und sagt, das ist es jetzt, das müssen wir jetzt unbedingt machen und den Rest Arrangement drumherum. Man muss eine Auslegeordnung machen mit allen wichtigen Fragestellungen, mit den Installationsflächen von der Baustelle, mit den Gleisen, die wir heute noch nicht wissen. Und darum ist sowohl ein Parkhaus zu fordern als auch ein Park zu fordern aus dem heutigen Blickwinkel schwierig. Zu der Parkierung vielleicht noch zwei Sachen. Wir haben sehr viele Parkplätze am Bahnhof Luzern, es sind 900. Die SGV, KKL und andere brauchen unbedingt Parkplätze. Man darf nicht vergessen, 900 mitten im Herzen. Das ist dreimal ein mittelgroßes Parkhaus in der Stadt. Das ist riesig. Und das Zweite ist, die reinfahren, fahren vor dem Hauptportal durch, wo die Velos sind, wo die Taxi sind, wo die Busse durchfahren, wo sehr viele Fußgänger unterwegs sind, wo man kann einsteigen und aussteigen, wo die Anlieferung noch halb stattfindet. Und es ist einfach von der Platzverhältnis unglaublich knapp dort. Also ein Parkhaus am Bahnhof neu zu denken, ist sicher eine gescheite Sache und darum hätten wir im Stadtrat auch nicht im Weg stehen, das jetzt zusammen mit anderen wichtigen Fragen anzuschauen. Und aus dem Grund sind wir auch einverstanden mit der Überweisung als Postulat, weil die Frage kann man nicht politisch wegdiskutieren. Irgendwie müssen wir mit diesen Parkplätzen gescheit umgehen und da wird wir im Stadtrat die Rückendeckung geben, um das im richtigen Format zu machen. Und in dem geplanten Bericht vom nächsten Frühling ist eben aus unserer Sicht der richtige Moment und das richtige Format. Damian Hunkeler für die FDP. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, auch für unsere Fraktion ist die Fragestellung bezüglich der Parkplätze rund um den Bahnhof wichtig.
denn der neue Bahnhof als Hub für den ÖV muss gut erreichbar sein, mit all den weiteren Attraktionen, allenfalls auch neuen, die um das Areal herum entstehen. Und somit muss das Angebot von Parkplätzen genügend sein. Wir können dem Stadtrat folgen mit der Entgegennahme als Postulat in dem Sinn, dass er eben eine Parkierungsstudie erstellt und sie in einer Kenntnis kombiniert mit der gesamten Arealentwicklung, die in der B&A präsentieren wird. Selbstverständlich werden wir dann die Schlüsse vom Stadtrat in Bezug auf die Bedürfnisse vom bis dahin weitestgehend elektrifizierten Individualverkehr, das heisst, bis dahin eben EIV und nicht mehr MIV, sehr genau unter den Lupe legen und die Schlüsse kommentieren. Martin Abeli für die Grünen. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Anwesende. Wir von den Grünen sind an sich bereit, das Postulat, so wie es jetzt die Antwort den Weg weisen, entgegenzunehmen. Im Gegensatz zu der SP glauben wir, dass die Studie durchaus Sinn macht, weil sie kann aus unserer Sicht eigentlich auch nur aufzeigen, dass es deutlich weniger Parkplätze im Raum Bahnhof wird brauchen. Der Stadtrat schreibt sie auch schon selber. Infolge der Veränderung der Mobilität ist absehbar, dass in Zukunft insgesamt weniger Parkplätze nötig sein werden als heute. Wir haben dann ja hoffentlich gleich mal den Durchgangsbahnhof, wo ja die Erreichbarkeit auch mit dem öffentlichen Verkehr grundlegend und bei weitem wird verbessern. Und aus unserer Sicht ist es absolut unnötig, dass man überhaupt noch mit dem Auto so nahe am Bahnhof herfährt. Dass es gewisse Nutzungen gibt, dort, wo einen Anspruch erheben, dass auch mit dem Auto hergefahren werden kann, das muss man dann anschauen, wie gross der Anspruch effektiv ist. Wir sind schon der Meinung, es wird sicher kein neues Parkhaus geben. Das sehe ich aber übrigens, Benji, da auch nicht in dieser Antwort, dass das irgendwie geplant wäre. Wir sind aber auch der Meinung, dass man eher noch weiter sollte reduzieren sollte. Aber in dem Sinn, dass man das jetzt mal sollte prüfen sollte, wie viele Parkplätze Masse noch verleiden, nachdem wir so eine gute Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr haben. Ich erinnere übrigens daran, dass gerade in der vorderen Diskussion zu der Zentrumslage gesagt worden ist, vom Stadtrat sei wichtig, dass jetzt eben die Park-and-Ride-Systeme auch in der Peripherie ausgebaut werden. Das sind eben die wichtigen Massnahmen und in dem Sinn vertrauen wir darauf, dass wir das jetzt auch überweisen können. Sollte es dann anders kommen, dann können wir dann immer noch wieder Gegensteuer geben. Stefan Segesse für GLP. Geschätzte Präsidentin, ebenso geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir sehen sie in etwa ähnlich. Es ist so, es ist, wenn es einen Moment gibt, um quasi eine Prüfung zu machen, dann ist es jetzt. Und es ist auch wieder der letzte, muss man ehrlicherweise sagen. Weil anstrebt der Stadtrat von einer allfälligen Ersatz, wird man die Prüfung machen. Zweitens haben wir einen Klimabericht, wo von der Diskussion ansteht. Und dort haben wir eine erhebliche Diskussion um Parkplatzreduktion, und zwar bei privaten und bei öffentlichen. Das muss man nicht Wolkstall rühren. Und dazu wüssten wir gar noch nicht, ob der Tiefbahnhof kommt oder nicht. Das ist eine andere Geschichte. Für das müssen wir dann recht an die Hindernisse vornehmen. Und drittens möchte ich noch sagen, vom Klimabericht, es geht uns alle an, auch hier. Wir haben vorhin bei den Hauskatzen grossartigerweise von Eigeninitiative und Verantwortung geredet. Auch der Stadtrat hat gesagt, dass jeder hat eine Verantwortung, aber leider ist es nicht bei den Hauskatzen nur so, es hört nicht dort auf, sondern bei unserem ganzen Leben müssen wir Verantwortung übernehmen. Und das würde ich jetzt einfach auch für einen Klimabericht noch einmal in die Waagschale reinrühren und sagen, ja, wenn das wirklich ein Anliegen ist, das uns etwas angeht, dann müssen wir die Leute befähigen zu verstehen, was heisst Klimabericht, was ist die Aufgabe von uns allen selber. Und B, was kann das Gemeinwesen dafür machen? Und in diesem Zusammenhang werde ich jetzt symbiotisch schliessen, um das Parkhaus dort unten mit dem Klimabericht zu verschmelzen, an einem neuen Schmelzpunkt vom neuen Tiefbahnhof, wenn er dann sollte kommen und sagen, schauen wir es an, entscheiden, dann ist auf jeden Fall Überweisung als Postulat für uns ist okay. Danke. Adrian Borgola. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, die Studie läuft schon. Weil wir natürlich nicht zuletzt aus dem Ergebnis der Testplanung gesehen haben, das ist eine Fragestellung, da muss man
fachliche Unterlagen haben für eine gute Entscheidfindung. Und das hat auch der Sprecher von der SP einleitend gesagt. Fachliche Grundlagen, Fakten für die Entscheidungen sind hilfreich. Und so haben wir das auch gedacht, dass man eben schaut, welche Zwecke sind heute, für welche Zwecke wird das Parkhaus heute genutzt. Das sind die fachlichen Grundlagen. Dann gibt es ja eine zweite Studie, das ist die gesamtverkehrliche Studie, die der Kanton macht. Und der Kanton sagt, was er eigentlich auf dem Zulauf zum Durchgangsbahnhof und als Transitverkehr im Raum Bahnhof in Zukunft sieht. Da läuft auch eine Studie, um da eine Abstimmung zu finden. Das heisst, wir werden einfach klären, was gibt es für einen Bedarf nach der Prognose, die man heute stellen kann. Und das ist aber erst der erste Schritt von einem Entscheid, nämlich die Fakten, eine Auslegeordnung machen. Es gibt nachher immer noch politische Möglichkeiten, wo man sagen kann, fachlich sehen wir es so, aber wir wollen jetzt politisch noch ein bisschen weiter oder noch ein bisschen weniger weit gehen. Das ist ja der politische Prozess, der nachher erfolgt. Und der startet dann zu dem Thema beim B&A2 zum Durchgangsbahnhof. Und ich möchte gerne dafür plädieren, dass man jetzt die Studie macht, dass man die Auslegeordnung macht, dass man faktenbasiert über Parkplätze diskutieren kann, wo doch eine Diskussion ist, die manchmal ein bisschen emotionsgeladen ist. Und ich glaube, da kann man in Auslegeordnung, wir haben ja den Klimabericht diskutiert, da kann man dann schauen, was sehen wir dort. Wir sind natürlich nicht die einzigen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen als Stadt, aber da kann man einen guten Entscheid vorbereiten. Und darum würde ich beliebt machen, wenn es der Stadtrat macht, das Postulat zu überweisen. Wir haben aber auch klar geschrieben, weil in der Motion heisst es, wie können wir die ersetzen? Wenn man es genau liest, heisst es eigentlich, die Gleichzahl soll ersetzt werden. Wir gehen nicht davon aus, dass wir die Gleichzahl wird müssen ersetzen. Somit kommen wir zur Abstimmung, und zwar zum Postulat Sicherung des Parkplatzangebots beim Bahnhof Luzern. Wer dem Postulat zustimmen will, zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer es ablehnt, wir haben das Postulat überwiesen, und somit ist das Traktandum 22 geschlossen. Wir kommen zum Traktandum 23, Motion Marco Müller namens von der Grünen Jungen Grünen Fraktion vom 1. Oktober 2020, Stadtpark beim Bahnhof Luzern. Also wir bleiben in der gleichen Region, und auch da hat der Stadtrat das als Postulat vorgeschlagen zu entgegennehmen. Sind ihr mit dem Postulat einverstanden oder wollt ihr Motion festhalten? Geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich kann es vorwegnehmen, Sie sind damit einverstanden, dass man das Postulat überweisen. Das Thema Durchgangsbahnhof hat in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen. Es ist ein Generationenthema. Die Realisierung liegt weit in der Zukunft. Es wird mindestens noch 2 Jahrzehnte dauern, bis der Durchgangsbahnhof kann realisiert werden. Oftmals gehen so Vorhaben ja noch viel länger, als man sich eigentlich gedacht hat. Aber eben gerade darum ist es wichtig, dass wir heute schon die Weichen richtig durchstellen für die Zukunft. Und das ist auch der Grund, warum ich die Motion eingereicht habe. Ich danke im Stadtrat und in der Verwaltung für die aufschlussreiche Antwort. Begründung, warum man das Postulat entgegennimmt, nämlich, dass eine Anpassung in der BZO nicht das richtige Instrument ist, wegen dem Zeithorizont von einer BZO von 10 bis 15 Jahren. Das leuchtet uns ein, und es ist für uns klar, dass die Gleisfelder etwa in den nächsten 20 Jahren noch gebraucht werden, und dann kann man sie halt nicht schon in Grünzonen umteilen. Das wäre ein bisschen komisch. Erfreut bin ich darüber, dass im Stadtrat die Schaffung von genügend öffentlichem Freie- und Grünraum beim Bahnhofsareal, dass er dem einen wichtigen Stellenwert beimisst. Gerade vor dem Hintergrund, dass möglicherweise nicht so viele Flächen frei werden, wie man ursprünglich mal gedacht hat. Und auch, weil die Flächen, die frei werden, sogenannte Filetstücke sind, wo man damit sehr viel Geld machen kann und wo sich viele Leute werden darum reissen, ist es wichtig, dass man frühzeitig den Fuß in die Türen hat, damit sich sie die Richtung entwickelt, wie wir wollen.
Auf den nächsten Schritt, das in Aussicht gestellte Freedom-Konzept, sind wir sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir da innen alle zusammen einen Beitrag leisten können, dass rund um den Bahnhof Luzern herum nicht der zweite HB Zürich entsteht, wo auch jedes noch so kleine Stückchen Land entweder mit Beton überbaut oder der Boden versiegelt wird, wo unsäglich ist, dass es überhaupt keinen freien Grünraum hat und noch Aufenthaltsqualität darstellt. Beim geforderten Stadtpark wird sich in meinen Augen noch zeigen, ob das ein zusammenhängender Grünraum wird sein oder in Anbetracht dessen, dass es zum Teil verstückelte Grundstücke sind, die auch spezielle Grundrisse haben, weil sie zum Beispiel in die Länge gezogen sind, ob es vielleicht auch Sinn machen kann, dass man mehrere kleine Parks macht. Da sind wir relativ offen. Wir haben nicht verstanden, dass es einen grossen Stadtpark geben soll, dass es eine zusammenhängende Fläche soll sein soll, sondern das Anliegen ist einfach, dass von dieser Fläche, die frei wird, ca. ein Drittel für Grünraum zur Verfügung gestellt wird. Gibt es einen Ablehnungsantrag zum Postulat? Somit ist das Postulat überwiesen und das Traktandum 23 geschlossen. Kommen wir zum Traktandum Schülgut. Hast du zurückgekommen? Es ist schon überwiesen. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, wenn der Margot Müller dermaßen lange redet, hätte ich gerne auch etwas dazu gesagt. Danke. Also, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es tut mir leid, aber ich bin nur teilweise mit dem Motionär einverstanden. Wir sind sehr einverstanden, dass bei der Neugestaltung die freispielende Fläche intensiv um das Thema Freiraum und auch Grünraum sich die Stadt muss kümmern. Entgegen von der Forderung der vorliegenden Motion sind wir aber klar der Ansicht, dass in der aktuellen Planung von der Stadt das Thema sehr intensiv jetzt unmittelbar schon bearbeitet wird. Zurzeit steht konkret das Freiraumkonzept als nächster Schritt an. Und wie beim vorangehenden Traktandum muss man einfach klar sagen, das läuft jetzt heute schon. Aber aus Sicht von der GLP haben wir noch ganz viele grundsätzliche Gedanken dazu. Wir reden hier vom absoluten Zentrum der Stadt Luzern. Top zentral, mitten im Herzen der Stadt. Ausgerechnet hier sollte man jetzt einen ausschließlich grossen grünen Stadtpark realisiert werden. Hand aufs Herz, Stadt Luzern ist eine sehr kleine Stadt. Das dicht bebaute Zentrum ist doch im nationalen oder erst recht im internationalen Vergleich doch sehr bescheiden. Bahnhof bis Bireck, Fußweg knapp 2 Kilometer. Bahnhof Gütschwald, Fußweg knapp 1,7 Kilometer. Bis zum See ein paar wenige Meter. Um nicht falsch verstanden zu werden, selbstverständlich, Themen Freiraum und Stadtklima sind auch der GLP ein sehr wichtiges Thema. Im Hinblick auf die ganze Klimadiskussion noch viel mehr. Aber als Städteplaner sind wir auch überzeugt, dass in einer modernen Stadt und Quartierplanung gute Qualitäten auch ohne einen 2 Hektar grossen Stadtpark geschaffen werden können. Und wie gesagt, am Anfang, die Themen sind in der aktuellen Planung bereits fest verankert und wichtige Eckpunkte der weiteren Schritte. Und noch persönliche Bemerkung, lieber Marco, ich als Städter finde die Europaallee jetzt nicht alles nur schlimm. Ich finde das recht cool, international, dynamisch, was dort abgeht. Wir sind mit der Überweisung vom Postulat einverstanden, das haben wir geregelt. Besten Dank. Somit ist das Traktandum 23 geschlossen. Wir kommen zum Traktandum 24. Motion 61, danke. Marco Müller, Miriam Landwehr namens der Grünen Junggrünen Fraktion vom 5. Februar 2021. Jetzt die Weichen stellen, Planungsbericht Areal Kleinmatt Bireck. Der Stadtrat ist für eine teilweise Entgegennahme. Darum die Frage an die Motionäre, sind die mit der teilweise Entgegennahme einverstanden? Geschätzte Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wir halten an der vollständigen Überweisung fest. Gibt es aus dem Rat noch einen Ablehnungsantrag? Thomas Gfeller. Ja, geschätzte Frau Ratspräsidentin, geschätzter Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen einen Ablehnungsantrag.
Okay, dann gebe ich zuerst dem Motionär das Wort. Du als erstes darfst reden, Marco Müller, zur vollständigen Entgegennahme. Also wir tun nur noch Ja oder Nein, teilweise ist somit vom Tisch. Gib dir das Wort. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, beim Lesen der Antwort auf unsere Motion wird klar, dass der Stadtrat die meisten Teile dieser Forderungen unterstützt. Der Ansatz des geplanten partizipativen Verfahrens auf diesem Areal finden wir richtig und wichtig. Uns würde es wundern, von der Baudirektorin Manuela Jost zu erfahren, an was für Anspruchsgruppen sie bei diesem grossen, spannenden Areal gedacht hat. Meiner Meinung nach kann man beim Definieren von der Forderungen oder geben wir beim Definieren von der Forderungen in dieser Motion nicht zu viel vor. Auch unter Einhalten von diesen Forderungen ist ein ehrlicher, partizipativer Prozess möglich. Es ist nicht zwingend, dass es in einem partizipativen Prozess keine Vorgaben gibt, solange es klar ist, was die Rahmenbedingungen sind, innerhalb von denen man sich dazu äußern kann. Wer, wenn nicht wir von Seite der Politik, sollen als Besitzerin von dem Areal Climat Birec legitimiert sein, um übergeordnete strategische Richtlinien zu definieren in der Form von Themenfeldern, die aus gesamtstädtischer Sicht, aus sozialpolitischer oder aus ökologischer Perspektive zwingend sollen berücksichtigt werden. Sollte sich bei dem Mitwirkungsverfahren dann zeigen, dass es von verschiedenen Seiten in Bezug auf einzelne Forderungen massive Widerstände wird geben, so hätten wir immer noch die Möglichkeit, im Rahmen des Planungsberichts nachher vom Parlament darauf einzugehen und zu sagen, weil es gegen gewisse Themen sehr, sehr viel Widerstand gibt, dass man da allenfalls nochmal darauf zurückkommen kann. Irgendwie wird man den Eindruck, wenn man die Antwort liest, auf die Motion nicht ganz los, dass der Stadtrat sich noch nicht so fest festlegen will, was dort genau passieren soll, möglichst viele Optionen offen lassen. Und da geht mir so ein bisschen durch den Kopf aus verschiedenen partizipativen Prozessen, die wir schon durchgeführt haben, dass wenn recht viel offen und alles möglich ist, dass man eben genau dann die Leute in diesen Prozess enttäuschen, weil sie das Gefühl haben, alles ist möglich. Und das ist eben gleich nicht der Fall. Darum sind wir der Meinung, es macht durchaus Sinn, wenn man nicht schwammig und alles ist möglich bleibt, sondern so ein bisschen sagt, was etwa die Vorgaben sind. Wahrscheinlich am meisten zu diskutieren in dieser Motion dürfte der Punkt geben von diesen 100 Kleinwohnungen mit ungefähren Angaben vom Mietpreis, wo man kann sagen, ja, das lässt zu wenig Spielraum offen. Wir sehen das aber anders. Zum Ende gibt es einen dringenden Bedarf an zahlbaren, altersgerechten Wohnungen in der Stadt. Das war da innen schon x-faches Thema gewesen. Und wenn nicht auf einem Areal, das in der Stadt Luzern gehört, das riesengroß ist, in einem Quartier, das sehr gut durchmischt ist, macht es Sinn, so eine Vorgabe zu definieren. Man kann auch sagen, dass der Design-to-Cost-Ansatz vielleicht ein bisschen eine kritische Sache ist, weil das zum Beispiel könnte passieren zulasten von der Ökologie oder in Bezug auf andere Anliegen, die man noch hat. Ich bin aber der Meinung, es funktioniert. Es gibt verschiedene Gründe dazu. Das erste ist, in der Privatwirtschaft oder auch Private, die wenden den Ansatz oftmals an. Man hat eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung und schaut, was kann man da machen. Auf dem Areal wird gemeinnütziger Wohnungsbau realisiert. Wenn ich in der letzten Ausgabe vom ABL-Magazin den Wohnungsspiegel anschaue, dann sieht man, dass die ABL als grösste Wohnbaugenossenschaft extrem wenig Klein- und Kleinstwohnungen hat. Auf Seite 4 sieht man das sehr gut. Das Areal ist prädestiniert dafür, dass man sagt, ja, man macht kleine und Kleinstwohnungen. Und wenn man das vom Rahmen her anschaut, also wir reden davon, dass vielleicht eine 1,5-2-Zimmer-Wohnung 1300 Franken kosten darf. Wenn die Fläche klein ist und wenn man auch sonst gewisse Sachen reduzieren, wenn man sagt, man schaut zum Beispiel, dass die Stegenhäuser oder die Zugänge für aussen sind, nicht mehr geheizt werden und so weiter, da kann man vernünftige Wohnungen erstellen, die für eine einzelne Person 1300 Franken kosten und bei einem Ehepaar oder Zwei-Personen-Haushalt reden wir von 1575 Franken. Es ist heutzutage möglich und gerade wenn man in so einen Wettbewerb eingeht, dass man das als Vorgabe macht, dass man innerhalb von dem, und nochmal, wir reden von kleinen, einfachen Wohnungen, die auf dem Markt sehr, sehr gesucht sind oder wo der Markt eben nicht spielt.
Von daher danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die dem Vorhaben zustimmen und die dazu einen Beitrag leisten, dass wir das Problem lösen können und das tolle Areal nutzen können, um etwas Kreatives entstehen zu lassen, das dem Problem Herr und Meisterin wird. Damian Hunkeler für die FDP. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Motionär rennt eigentlich ja relativ offene Türen ein mit ihrer Motion. Denn das Areal Klimapireg ist ein prominentes Entwicklungsareal im Zentrum der Stadt. Das zeigt sich ja nur schon leider daran, wie viel Planungsarbeit dort drin schon gesteckt worden ist. Oder? Wir hätten grundsätzlich das beschriebene Vorgehen vom Stadtrat können unterstützen mit der teilweisen Entgegennahme. Keinesfalls aber können wir eine vollständige Überweisung von dieser Motion unterstützen, weil diese Vorgaben, lieber Markus, sind in Gottes Namen einfach strikt. Und in dem Sinn lehnen wir also die Motion ab. Thomas Gfeller für die SVP. Ja, geschätzte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir wären mit der teilweisen Entgegennahme von dieser Motion wären wir einverstanden gewesen. Die vollständige Überweisung lehnen wir ab. Warum lehnen wir die ab? Der Stadtrat schreibt es ziemlich klar in seiner Antwort. Es geht nicht an, dass man bereits im Vorfeld verbindliche Eckwerte und Zielsetzungen definieren, bevor überhaupt ein Studio oder ein vertiefter Planungsbericht uns vorliegt. Das Resultat aus diesen Studien mit diesen partizipativen Prozessen aus der Bevölkerung soll ja möglichst nüchtern und neutral aufzeigen, welche Bedürfnisse, Interessen vorhanden sind und wie man die zukünftig kann umsetzen kann. Wenn man jetzt bereits im Vorfeld den Raster so eng setzen, führt das aus unserer Sicht zu einer Verzerrung und von einer nicht gerechten Bedürfnisabklärung, wo man daraus eventuell falsche Schlüsse abziehen. Gemäss Stadtrat soll uns der Planungsbericht Mitte Mai 2023 vorliegen. Warten wir doch auf den Planungsbericht und diskutieren dann über das weitere Vorgehen. Wie bereits schon erwähnt, wir lehnen die vollständige Überweisung ab. Peter Gmür von der CVP. Das ist eines der letzten Mal, wo ich die CVP höre. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Motionärinnen und Motionäre verlangen also, dass auf einem spezifischen Stück Land ein aussinnig spezieller Planungsbericht gemacht werden. Das ist zumindest für die CVP sehr unverständlich. Denn es gibt ja bekanntlich schon ein B&A von 2017, wo genau vorschreibt, wie die ganze Sache soll ablaufen, wenn die Stadt Land abgibt an Genossenschaften. Die Stadt redet ja bekanntlich mit der GNetz, mit anderen Genossenschaften. Und aufgrund von dem verstehen wir jetzt nicht ganz, was die Motion eigentlich sagt. Es ist schon gesagt worden, das meiste findet ja sowieso statt. Sei das die 2000 Watt-Siedlung, sei das die ein einigermaßen publikumsorientierte Erdgeschossnutzung, sei das ein ökologisch wertvolles Umfeld, sei das Genossenschaftswohnungen. Da gebe ich teilweise natürlich Marco recht. Das Himmelreich ist ein aussinnig schlechtes Beispiel. Das ist eigentlich ein Luxusgenossenschaftsbunker, wo eigentlich die Idee von der Genossenschaften überhaupt nicht erfüllt. In dem Punkt gebe ich Marco recht. Aber trotzdem, Ketri ist so streng für die Eingabe. Ich frage mich einfach, wer soll das nachher zahlen? Wer soll die ertragsschwachen Kleingewerbler unterstützen, wenn sie kaum Mieten zahlen sollen in diesen Grundstücken? Wer soll das zahlen? Irgendjemand muss es ja zahlen. Die Steuerzahler oder sind es die Genossenschaften, die mehr Miete zahlen, die in dieser Siedlung sind? Ich weiß es nicht. Sind Genossenschaften bereit, den Bau überhaupt zu machen, wenn sie ja wissen, sie werden nicht so viel verdienen? Der mit diesen 100 Kleinwohnungen, gut, warum sind es nicht 120? Warum sind es nicht 130? Warum sind es nicht 80 Wohnungen? So eigentlich 100, wie kommt man auf diese Zahl? Wird das in 10 Jahren immer noch ein Bedürfnis sein? Mit Design to Cost, mit dem Ansatz kann ich ganz gut leben, das ist eigentlich gut, aber wie gesagt, der Stadtrat sagt es ja selber, eigentlich haben die ja ein B&A von 2017, und so sollte man eigentlich vorgehen. Wir lehnen die Motion ab.
Mario Stübi für die SP. Besten Dank, geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Peter, wenn du willst, ich kann weiterhin CVP sagen. Das macht mir überhaupt gar nichts aus. Gell? Aber noch geschwind ein Blick auf dich. Du bist in keiner Wohnbaugenossenschaft dabei, oder? Ich habe gedacht, du hast nämlich keine Ahnung von genossenschaftlichem Wohnungsbau. Aber zurück zum Vorstoss. Die Motion, wir haben es ein bisschen schwer mit der, muss ich fairerweise zugeben. Auch wir wären mit der Überweisung als Postulat eigentlich einverstanden gewesen. Aber wir können das Bedürfnis nachvollziehen von der grünen, jungen grünen Fraktion, da eine gewisse Verbindlichkeit einzufordern, damit es eben gemacht wird. Gemacht wird es sowieso, aber wie und doch schon ein bisschen vorspuren. Es sind halt doch gewisse Vorgaben, wie genaue Anzahl und genaue Grösse der Wohnungen, wo uns doch ein bisschen weit gehen. Und vor allem auch wirklich mit Design to Cost haben wir unsere ganz grossen Sorgen. Nicht nur jetzt in diesem Bereich, allgemein. Ob das Strassenbau sei oder irgendwo. Wenn einfach nur ein Kostenprinzip sind, ist es inhaltlich einfach sofort zweitrangig. Und da haben wir einfach grundsätzlich Vorbehalt. Aber wir werden grossmehrheitlich der vollständigen Überweisung zustimmen und freut uns auf ein gut genossenschaftlich überbautes Areal dereinst. Stefan Segesser, GLP. Geschätzte Präsidentin, ebenso geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Tito, hätte ich jetzt gesagt. Also nicht zu allem, aber einfach so Conclusion. Wir wären zu einer Überweisung als Postulat einverstanden gewesen, oder teilweise. Als Motion hätte für uns können funktionieren können. Aber das sind jetzt spezifische Partikularinteressen, wo ich muss sagen, ja, da wäre der ganz kurlige Zusammenhang zwischen Leuten mit Migrationshintergrund und Einkommensschwachen und wo sind denn all die anderen, wo man auch Bedürfnisse hätten. Insofern ist es schwierig. Es werden Forderungen gestellt, die eigentlich schon erfüllt sind, wo man nicht muss stellen, wo heute eigentlich Grundlagen da sind. Sehr schwierig. Und es ist auch da, kommt noch dazu, in der Alterspolitik sagen wir wollen in den Quartier spezifische Angebote schaffen, dass die Leute nicht das Quartier verlassen, sondern dort bleiben. Bewusstsein für kleinere Wohnungen müssen wir schärfen. Das sind alles Themen, die wir in den Quartier umsetzen und nicht ein Cluster machen, wo dann die Randständigen, dann die mit wenig Geld, dann alle Ausländerinnen, mehr als Leute mit Migrationshintergrund, um das politisch korrekt nochmal zu erwähnen, dann Altersheim für Leute mit Migrationshintergrund, weil da gibt es nämlich auch keine, müssen wir auch noch machen. Insofern sieht man aber in der Antwort vom Stadtrat, dass man eigentlich die Grundproblematik sieht und man die auch überprüfen und mit den entsprechenden Playern im Gespräch ist. Ich würde es so aufnehmen, Marco, dass das Anliegen, das ihr grundsätzlich formuliert, auf offene Ohren stößt, aber dass man nicht konsolidiert das an einem Ort hätte können prüfen, sondern das muss man wie anschauen über die ganze Stadt. Und dass man jetzt das in diesem grösseren Areal grundsätzlich anschauen und die verschiedenen Interessen nachher muss abwägen, das werden wir da innen können diskutieren. Und dann ist es eben nicht nur die Frage nach Einkommen oder nach Cluster, wo man hergehört, in welche soziale Schicht man sich zugehörig fühlt. Das gilt ja beim Geschlecht genauso. Sondern man kann es dann diskutieren und muss die Güterabwägung wieder können vornehmen und sagen, welches Gewicht haben wir in welchem Moment höher. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auch schliessen, nochmal mit dem Thema Eigenverantwortung. Alle, die da gegen die Abel motzen wollen, sollten es bitte nicht über die Medien machen, sondern als Genossenschaftler dort selber die Verantwortung übernehmen und dort an so einer Veranstaltung mal sagen, dass man das gerne anders ausgerichtet hat. Das gilt für andere Genossenschaftler auch. Um das zu klären, Mario, ich bin lang Genossenschaftler gewesen. Danke. Ich habe gerade von meinem linken Nachbar gehört, ich sollte noch sagen, was wir machen. Wir lehnen die Überweisung als Motion ab. Roger Sonderegger, CVP. Ja, auf Gefahr hin, dass ich auch noch disqualifiziert werde. Ich bin schon im Vorstand von der Baugenossenschaft tätig seit 15 Jahren. Ich probiere jetzt denen auch noch Stimmen zu geben. Es gibt noch 22 andere, wenn ich es recht im Kopf habe, neben der ABL. Die können auch günstige Wohnungen bauen. Die machen das auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und denen werde ich jetzt doch auch noch Stimmen geben. Weil am Schluss muss es ja dann noch einen bauen, was wir hier miteinander probieren zu planen. Die Stadt hat eine strategische Partnerschaft mit dem GNet, also mit diesen Baugenossenschaften, die sich extra zu diesem Zweck
zusammengeschlossen haben und die sind bereit und die wollen Wohnungen bauen und die wollen günstige Wohnungen bauen für alle Anspruchsgruppen und es gibt eben viele verschiedene Anspruchsgruppen. Und wenn man an so eine grosse Aufgabe hineingeht, ist es schon ein bisschen schwierig, wenn man am Anfang zuerst mal sagt, das und das müsst ihr unbedingt mitnehmen, weil in der Baudirektion arbeiten Profis. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als planen. Die tun alles in die Waagschale werfen. Wir haben eine Raumentwicklungsstrategie, wir haben eine Alterspolitik, wir haben eine Wohnraumstrategie. Der Peter hat es erwähnt, wir haben sogar ein B und A, wo genau die Mechanik festlegt, wie man das Grundstück von der Stadt Luzern vergibt. Und all das haben wir in jahrelangen Prozessen miteinander ausgehandelt. Und jetzt kommen wir und sagen, geht nicht. Wir machen alles so, wie wir es jetzt gerade gut finden, in unserem kleinen Gruppli. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig. Wieso warten wir denn jetzt nicht mal die Profis? Lassen wir die an die Arbeit gehen, warten wir ab, was die sagen, was an dem Ort gut passt. Die können das abklären, die können das gut einschätzen. Und nachher können wir immer sagen, wir sehen es anders. Aber am Anfang schon als Hobbyparlamentarier zu sagen, wir wissen es besser, wie die Profis, die notabene in einer Partnerschaft mit dem GNet stehen, das finde ich ein bisschen schwierige Logik. Dann machen wir einen Planungsbericht und nachher machen wir dann nochmal einen Planungsbericht, wenn wir dann fertig sind für die Abgabe oder wie würde das funktionieren. Also ich plädiere dafür, die Strategie, die wir aufgestellt haben, um durch die fahren, lassen wir die Profis ihre Arbeit machen, lehnen wir die Motion ab und dann machen wir die Vergabe nach den Regeln der Kunst, die wir alle miteinander abgemacht haben. Weil am Schluss muss es dann noch einer bauen und die stehen in einer Partnerschaft, wo auch die Baudirektion muss können mit ihnen arbeiten. Marco Müller von den Grünen. Geschätzte Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch kurz auf zwei Sachen eingehen, die vorhin gesagt worden sind. Das Erste, die Frage, warum muss es jetzt gerade auf diesem Grundstück so eine grosse Anzahl Kleinwohnungen geben, altersgerechte Wohnungen. Wo, wenn nicht auf diesem riesengroßen, nutzentwickelnden Areal, soll so etwas in der nächsten Zeit realisiert werden, wenn wir wissen, wie viele Kleinwohnungen, wie viele altersgerechte Wohnungen das wir brauchen. Es ist dort richtig und wichtig, weil es ein grosses Areal ist, weil es eine Mischung ist. Es ist dort sinnvoll, weil es ein Areal ist, das gut erschlossen ist, zu Fuß mit dem ÖV, gute Einkaufsmöglichkeiten, die Spitex ist gerade um die Ecke und so weiter. Wir sind kaum andere Areale bekannt, die wir in der nächsten Zeit werden abgeben werden, wo man in einem grösseren Stil an die Wohnbaugenossenschaft Alterswohnungen realisieren kann. Der zweite Punkt, ja, ich gebe zu, es sind ein bisschen viele Wünsche, die auf dieser Liste sind, was wir selber realisieren wollen können. Ich glaube aber, gerade weil das Areal so gross ist, weil man es allenfalls etabliert macht und weil es ein grosses Interesse gibt von der Wohnbaugenossenschaft. Die ABL sagt ja, das ist von uns ein Grundstück, da haben wir ein sehr, sehr ein grosses Interesse. Die ABL weiss, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung ein Thema gibt, dass es Sinn machen kann, dass sie vielleicht mal einen Ansatz wählen, kleinere Wohnungen machen, die zahlbar sind, wo sie genau dem Vorwurf, den sie jemanden hören, mit dem Himmelreich auch können zeigen, wir schaffen es auch, Wohnungen zu erstellen, die kleiner, die zahlbar sind. Also ich bin darum der Meinung, wir haben die beste Ausgangslage. Und wie gesagt, wenn sich im partizipativen Prozess und im Planungsbericht nachher sollte zeigen, dass das zu viel ist, dass das nicht möglich ist, dann ist ist das immer noch die Möglichkeit, wo wir ein bisschen weit Eingriff nehmen können. Und ich finde nicht, dass es eine Thematik ist, dass wir als Amateure, die von allem keine Ahnung haben, jetzt zu viel überladen. Wir wissen aufgrund von der demografischen Entwicklung, von der Bevölkerung, dass da einiges auf uns zukommt. Also nutzen wir doch die Möglichkeit, die wir haben und versuchen es. Dann gebe ich noch gerne das Wort an Manuela Josch, Baudirektion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, dass das Areal sehr wichtig ist und auch im Zentrum oder im Fokus ist von der zukünftigen bebaubaren Areal, das ist klar. Und ich glaube, alle Anliegen, die erwähnt wurden, die sind für den Stadtrat ebenfalls wichtig. Aber es ist der Punkt, der Vorwurf, man will sich nicht festlegen. Ja, das ist richtig. Im jetzigen Zeitpunkt können wir und wollen wir uns nicht festlegen, weil es einfach sehr viele Themen gleich, also hier jetzt sehr konkret gefordert sind und gleich vieles noch offen ist. Marco, du hast jetzt gerade erwähnt, warum an diesem Standort das kann ein interessanter Standort ist. Die Frage ist, wie viel ist das richtige Mass dort? Wir haben
gerade über den Gleis im Industrieareal, wo sehr viele Alterswohnungen auch werden entstehen, wo im Moment in der Planung ist, mit der Viva zusammen. Das ist einfach so die Frage, man muss wirklich den ganzen Perimeter in der Stadt anschauen, wo macht es Sinn, wie viele Alterswohnungen. Ich glaube, das Thema Alterswohnungen, das ist angekommen in der Stadt, da wollen wir etwas machen. Aber die Frage von der Finanzierbarkeit ist ja ein Thema, das wir im Rahmen von Alterswohnungen integriert werden anschauen. Da hat es ja auch jetzt auch noch einen Vorstoss gegeben und am Thema, wo wir auch noch werden darüber reden. Die Frage war noch, der partizipative Ansatz, oder wenn wir jetzt alles so festlegen, das finde ich jetzt auch noch schwierig in einem partizipativen Ansatz, wo man relativ offen reingeht. Und wir haben Erfahrungen gemacht in der Industriestrasse, wir haben sie gesagt, bei allen Schulhäusern machen wir das. Und ich glaube, es ist richtig, man muss gewisse Erwartungen vielleicht auch ein bisschen dämpfen. Es kann nicht alles dort erfüllt werden. Da geht man rein in so einen Ansatz. Da werden sehr viele Akteure sein, nicht nur aus dem Quartier, da sie vielleicht auch Vertreter von, ich denke jetzt 60 plus wäre interessant, ältere Gruppierungen, aber auch Jugendliche, von Jugendgruppierungen, G-Net-Vertretungen, dann natürlich Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Wir wollen ja das gesamthaft planen, das ist ja nicht nur unser Grundstück, sondern nebenan hat es auch noch, also das hat sicher ganz unterschiedliche, die Wirtschaft, die Alben auch vertreten ist, Stadtplanerinnen, Arealentwickler. Ich glaube, das ist so eine heterogene Gruppe und es ist wichtig, dass wir dort gleich einen rechten Spielraum, eine Diskussionsmöglichkeit lassen, eine gewisse Offenheit auch zulassen. Und wenn wir dann das definiert haben und zu der Abgabe kommen vom Areal, also das Ausschreiben, dass sich Genossenschaften bewerben können, dort muss man dann relativ konkret werden, das ist richtig, aber das ist dann der Moment, das ist das, was Peter Gmür hat erwähnt, da haben wir einen Ablauf ja schon definiert, wie wir vorgehen bei der Abgabe. Und dort ist es auch immer ein bisschen Gratwanderung, die Feedbacks haben wir auch aus dem G-Netto und von der Wohnbaugenossenschaft. Sagen uns klar was, geben uns Vorgaben, die umsetzbar sind, aber lasst uns auch einen Spielraum. Und ich glaube, dort, das ist ein Gratwanderung, man muss auch gewisse Offenheit haben, dass möglichst viele Bewerbungen, unterschiedliche Konzepte auch eingegeben werden von verschiedenen Baugenossenschaften. Und da sind übrigens sehr viel interessiert an diesem Grundstück, also nicht nur die ABL, sondern sicher auch andere. Und darum, der Moment ist einfach, es ist wie verfrüht. Wir würden gerne in diesem Planungsbericht jetzt die verschiedenen, aufgrund von den verschiedenen Nutzungsstudien die Klärungen machen, dem Parlament den Planungsbericht vorlegen, darüber diskutieren, sieht das Parlament gleich oder will es gleich strengere Vorgaben, andere Vorgaben, fehlt etwas und dann nachher in Prozess gehen. Und dort können wir die Eckwerte definitiv formulieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es aus der Optik vom Stadtrat nicht sinnvoll, wenn wir jetzt so konkret, wie die Punkte jetzt aufgeführt sind, alles so schon festlegen. Darum, wie gesagt, wir waren bereit, das als Postulat teilweise die Motion entgegenzunehmen. Und so, ohne das abgesprochen mit dem Stadtrat, ist es für uns schwierig, jetzt für eine vollständige Überweisung der Motion. Wir kommen zur Abstimmung. Und die Abstimmung geht um die vollständige Motion. Jetzt die weichen Stellen, Planungsbericht Areal Climat Birec. Wer die Motion möchte überweisen, zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer ist dagegen? Es ist abgelehnt. Marco, willst du nachzählen? Okay, dann müssen wir es auszählen. Können wir die Stimmenzähler bitte vorkommen? Wer stimmt der Motion zu? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer lehnt die Motion ab? Zeigt das bitte.
2022. Okay, machen wir es noch einmal. wer stimmt zu? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer lehnt es ab, zeigt das bitte an. 22. Und da habe ich dem Fall die Enthaltung 1, habe ich dem Fall den Stich entscheidend, ich lehne es ab, somit ist die Motion abgelehnt. Wir sehen uns am 4. wieder hier innen, dann machen wir weiter mit dem Traktandum 24, somit ist das Traktandum 23 geschlossen.
Es ist 4, wir machen weiter, wir sind auch beschlussfähig, wenn ich hier in den Kreis schaue. Und kommen zum Traktandum 25, Postulat 74, Marco Baumann, Sonja Dabli-Stiernemann und Damian Hunkeler, namens der FDP-Fraktion vom 25. März 2021, Bewusstsein für eine verwaltungsvolle Public Corporate Governance schärfen. Finanzdirektion, Antrag vom Stadtrat, ist eine Gegennahme und gleichzeitige Abschreibung. Darum die Frage, gibt es einen Ablehnungsantrag? Dann ist das entgegengenommen. Jetzt spricht sich jemand gegen die Abschreibung aus. Marco Baumann, das Wort. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen natürlich sehr, dass der Stadtrat unser Postulat entgegennehmen will. Jedoch wollen wir es noch nicht abschreiben. Die verschiedenen Rollen der Stadt als Gesetzgeberin, Eignerin, Leistungsbestellerin und Leistungserbringerin können bei Beteiligungen zu Spannungsverhältnissen und Interessenkonflikten führen. Nämlich dann, wenn die Stadtvertretung mehrere Interessensvertretungen gleichzeitig wahrnimmt, was zu einem Zielkonflikt führen kann. Wie wir in unserem Postulat erwähnt haben, ist sich unsere Fraktion nicht sicher, ob aktuell wirklich eine verantwortungsvolle Public Corporate Governance in der Stadt Luzern gelebt wird. Vor allem bei tatsächlich vorliegenden Mehrfachrollen von gewissen Stadtvertretungen besteht in unseren Augen noch Handlungsbedarf. Wir haben den Stadtrat darum, um eine Prüfung bei allen Stadtvertretungen bei den Beteiligungen gebeten, ob solche Spannungsverhältnisse und Rollenkonflikte vorliegen. Mit der Stellungnahme hat der Stadtrat uns jetzt verschiedene Informationen zu den Beteiligungen zusammengestellt. Vielen Dank einmal für das. Unser Anliegen sehen wir aber noch nicht als erfüllt an, warum wir die gleichzeitige Abschreibung nicht unterstützen können. Mögliche Interessenskonflikte werden zwar in den einzelnen Beteiligungen aufgeführt, jedoch sagen die nicht wirklich viel aus. Es wird nicht aufgezeigt, wie mit diesen Konflikten umgegangen wird. Und auch mögliche Interessenskonflikte bei den Beteiligungen im Bereich öffentlicher Verkehr und im Kulturbereich werden unserer Meinung nach zu wenig kritisch beleuchtet. Wir bitten darum den Stadtrat weiterhin, diese Überprüfung genauer vorzunehmen. Wir bitten den Stadtrat auch, bei Stadtvertretungen weiterhin einen grossen Wert auf die fachlichen Kompetenzen sowie Diversity zu legen. In diesem Sinn stimmen wir natürlich im Postulat zu und lehnen aber die gleichzeitige Abschreibung ab. Danke. Also wir reden jetzt nur noch über die Abschreibung, wie überwiesen ist es ja. Andreas Felder, du hast das Wort. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, ich muss jetzt da gerade ein bisschen streichen bei mir. Also wir, CVP-Fraktion lehnt, stimmt sowohl der Überweisung zu, was ja nicht mehr bestritten ist, aber auch der Abschreibung. Nämlich einerseits, warum wir der Überweisung zustimmen, ich glaube, das ist nicht umstritten. Grob zusammengefasst, nach unserer Meinung ist das reglementarisch sichergestellt, die Anforderungen, die da von Seiten von den Postulanten gestellt worden sind. Die andere Frage ist denn die, gut, ist jetzt die Prüfung vollzogen worden? Ich würde meinen, ja, die ist vollzogen worden. Einerseits wird im Postulat aufgezeigt, was man bereits gemacht hat und anhand von dieser umfassenden Beantwortung von dem Postulat wäre es, wenn es bis jetzt noch nicht der Fall gewesen wäre, definitiv vorgenommen worden. In dem Sinn, was will der Stadtrat noch mehr prüfen? Also er hat es ja gezeigt, wie er seine Reglemente auslegt und wie er die Besetzung vorgenommen hat. Jetzt kann man sich fragen, gut, kann es geben, dass man vielleicht in einem Einzelfall nicht einverstanden ist, beziehungsweise dass die Richtlinien falsch ausgelegt worden sind. Dazu möchte ich einfach festhalten, dass bei diesen Wahlen von diesen städtischen Vertretungen immer eine Interessensabwägung auch muss vorgenommen werden. Und schlussendlich ist es dann halt auch ein Ermessensentscheid, ob jetzt hier ein Interessenskonflikt vorliegt oder nicht. Zudem ist für mich jetzt gestützt auf die vorliegenden Informationen auch schwierig, das zu beurteilen, ob jetzt in einem Einzelfall gestützt auf die Aufgaben, die in der Verwaltung wahrgenommen werden, dann tatsächlich eine Beeinflussung oder eine Doppelrolle könnte vorliegen. Zusammenfassend, es gibt bei dieser Frage halt einfach nicht nur schwarz und weiss,
Und insofern habe ich jetzt nichts gesehen, wo wir vom Parlament jetzt den Stadtrat müssten beten, nochmal über die Bücher zu gehen und eine Neubesetzung fordern. Eher bin ich der Meinung, dass wir als Parlament zwar beaufsichtigen müssen, dass es die Regeln gibt und dass man nach denen schafft, aber bei der Prüfung des Einzelfalls halt eher Zurückhaltung üben müssen. In dem Sinn eben stimmt CVP der Abschreibung des Postulats zu. Gianluca Barrini für die SP. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir merken, wir kreisen immer wieder um die gleiche Frage. Schlussendlich geht es darum, wie viel politische Einflussnahmen sollen wir, dürfen wir oder müssen wir auf Unternehmen im städtischen Eigentum ausüben? Und welchen politischen Anspruch dürfen wir als politisches Parlament auf ein privatrechtliches Unternehmen überhaupt haben? Ohne jetzt gerade eine Grundsatzdebatte loszutreten, die SP ist klar der Meinung, solange ein Unternehmen eine Aufgabe vom öffentlichen Interesse wahrnimmt oder eben Gemeindeaufgaben ausgelagert worden sind, die sie erfüllt, so haben wir die Pflicht und das Recht, die politischen Steuerungsinstrumente wahrzunehmen und die betroffenen Unternehmen den politischen Leitplanken zu setzen. Wir denken doch nur schon an die Wähler, wo wir zusammen den ökologischen Umbau zusammen mit dem Unternehmen irgendwie arbeiten müssen und sie dort eine wichtige Rolle einnimmt in der Bewältigung der Klimakrise. Viele Eckpunkte sind im städtischen Beteiligungsreglement geregelt und in der städtischen Richtlinie zum Beteiligungsmanagement. Man darf uns ruhig daran erinnern, dass sie noch nicht vor allzu langer Zeit überarbeitet und beschlossen worden sind. Für uns sind Forderungen im Postulat zum Teil quer in der Landschaft gestanden. Man hätte uns eigentlich eine Motion vielleicht eleganter gefunden, wenn es wirklich klar geworden wäre, was man denn ändern will, was konkret für die FDP in diesem Fall nicht stimmt. Es ist schon gesagt worden, der Stadtrat hat aus der Causa VBL inzwischen Lehren gezogen und folgerichtig umgesetzt, auch wenn es unserer Meinung nach jetzt sehr, sehr still um die VBL geworden ist. Letztendlich ist die wichtigste Frage für die SP-Fraktion diejenige von der geeigneten Rechtsform. Wir werden das in der Motion 103 noch zusammen behandeln. Und abschließend noch zu sagen, dass wir den im Postulat geforderten Prüfungsauftrag eigentlich als erfüllt sehen. Die problematischen Interessen bzw. Rollenkonflikte bei städtischen Vertretungen und den Beteiligungen sind untersucht worden und man kommt nachvollziehbar zum Schluss, dass es keine heiklen Zusammensetzungen gibt in den strategischen Leitungsorganen, wo die Stadt beteiligt ist. Auch wenn punkto Diversity oder Gender Equality in den strategischen Organen unserer Ansicht immer noch Nachholbedarf besteht. Trotzdem, und dort, wenn wir der FDP-Fraktion folgen und wieso dass wir auf Nichtabschreibung plädieren, ist immer noch so, dass uns nicht ganz klar geworden ist, nach welchen Kriterien der Stadtrat den Einsitz in den obersten strategischen Gremien von der wichtigen Beteiligung festlegt und nach welchen Kriterien oder Fachkompetenzen die Personen ausgewählt werden und wieso dass jetzt in eigenen oder in ein paar wichtigen Beteiligungen der Stadtrat immer noch vertreten ist, obwohl wir das sehr begrüßen und die anderen nicht, wo man jetzt über Mandatsverträge andere Personen aus der Verwaltung mandatiert hat, um diese Aufgaben zu erfüllen. Das heisst, für uns gibt es auch dort eine gewisse Unschärfe, wo der Stadtrat doch noch für uns muss offene Fragen klären und im besten Fall wirklich noch einmal genau hinter die Bücher gehen, nach welchen Kriterien jemand mandatiert wird und wenn nicht und wieso nicht. In dieser Sicht stimmt die SP der Beweisung des Postulats zu und beantragt, wie die FDP, nicht Abschreibung des Postulats. Also, Zustimmung ist gegeben, aber Christian Hochstosser zur Abschreibung gern. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich gehöre nicht zum Kreis der Postulantinnen von diesem Vorstoss, aber wenn ich jetzt dazugehören würde, würde ich mich irgendwie nicht ganz so verstanden fühlen von dieser Antwort. Und darum sind wir auch der Meinung, dass wir das nicht abschreiben sollten. Aus unserer Sicht ist, ich setze eigentlich den Punkt an, den Gianluca Pardini am Schluss gesagt hat, ist das nicht eine ernsthafte Überprüfung gewesen, die da in dieser Antwort drin ist, sondern es ist eigentlich einfach eine Darstellung von bekannten Tatsachen.
Zwischen den Zielen geht es aus unserer Sicht ja um die entscheidende Frage, wer hat bei der VBL aufgrund von diesen Diskussionen hat man entschieden, dass nicht mehr ein Stadtratsmitglied im Verwaltungsrat ist, sondern ein Mitarbeiter von der Verwaltung, während dann weiterhin bei Viva, EWL und der EWL Areal AG ein Stadtratsmitglied im Verwaltungsrat ist. Es ist in keinem Satz schlüssig erklärt, was der Unterschied ist und warum dass jetzt das einen Unterschied macht und wie man in Zukunft mit den Stadtratsmandatierungen in die Verwaltungsräte umgehen will. Und ich bin davon ausgegangen, vielleicht habe ich das mit einer speziellen Brille gelesen, das mag sein, oder dazwischen Ziele gelesen, eigentlich ist der Postulanten unter anderem genau um das gegangen. Und ich würde jetzt erwarten, dass man das im Sinn, bis man es könnte abschreiben, das klärt und auch irgendwo transparent offenlegt, wenn ist ein Mitglied von der Verwaltung im Verwaltungsrat delegiert und wenn ist es ein Mitglied vom Stadtrat. Es wird ja immer dann delegiert, wenn es ein besonders höchst öffentliches Interesse ist, aber das ist ja bei den Organisationen, den erwähnten, bei allen ähnlich und auch in dieser Darstellung sehr ähnlich. Von dem her ist für uns eigentlich auch klar, dass wir in dem Punkt, der für uns eigentlich ganz zentral ist, keine Abschreibung heute machen wollen. Thomas Gfeller für die SVP. Ja, geschätzte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Stadter, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir tun uns ein bisschen schwierig mit dem Postulat und haben Mühe, das Ganze zu einordnen. Für uns ist nicht so ganz klar, was man effektiv damit bezwecken will. Erachten wir Personen, die momentan Einsitz haben in der städtischen Beteiligung, als zu wenig kompetent? Oder warum ist man der Meinung, dass man nach fachlicher Kompetenz und Erfahrungen ausgesucht werden soll? Es wird erwähnt, dass bei der kürzlichen Neubesetzung von Verwaltungsräten nach wie vor der Wurm drinnen ist. Wir verstehen das nicht so ganz, denn das Recruiting von der Kandidatinnen und von der Kandidaten ist privatwirtschaftlich durch eine externe Firma vorgenommen worden. Es war nicht irgendwie ein Filz irgendwie gewesen, oder sonst irgendwie. Die erwähnten Spannungsverhältnisse und Rollenkonflikte hören nicht einfach auf, indem Stellen mit Personen neu besetzt, solange die Stadt die spezielle Rolle hat als Eigner oder Besteller ist, solange wird der Konflikt wieder vorhanden sein. Es ist darum aus unserer Sicht egal, ob der die Direktion von einer Abteilung Einsitz hat oder dessen Stellvertretung. Der Stadtrat kommt zum Schluss, dass es nicht notwendig ist, eine zusätzliche personelle Prüfung vorzunehmen. Er teilt indes mit, dass die Rekrutierungsmaßnahmen sowie die Kriterienanforderung an Kandidaten ausreichend und in den Reglementen von der Beteiligungsmanagement niedergeschrieben ist. Der Meinung ist die SVP ebenfalls. Aus der Sicht der SVP hat das Postulat 74 sowie die Motion 103 irgendwo gewisse Gemeinsamkeiten. Beide Vorstösse stören sich an den Interessenskonflikt und den begrenzten Handlungsmöglichkeiten. Aus der Sicht der SVP ist es zielführender, wenn anstelle der Personen anzweifelt, die Problematik ganzheitlich in einem Planungsbericht ausgearbeitet wird. Mit der Überweisung der Motion 103 ist sichergestellt, oder zumindest erwarte ich das, dass eine Auslegung stattfindet und man dann über die Erkenntnis gemeinsam diskutieren und eben einen Entscheid könnte fällen. Wir folgen dem Antrag vom Stadtratspostulat 74 abzuschreiben und sind für die Überweisung von der Motion 103. Franziska Bizzi, willst du noch etwas sagen? Sonst lasse ich abstimmen. Gut, danke Frau Präsidentin. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich niemand mehr reden will. Vielen Dank für die Worte. Ich glaube, ich werde nicht wiederholen, was in der Antwort ist. Wir haben eigentlich probiert, ausführlich die Fragen zu beantworten, die wir gemeint haben, zu hören oder rauszulesen. Aber vielleicht haben wir wirklich die Frage nicht verstanden. Auch mit der Liste, mit der Beilage, wo wir alles aufgelistet haben, alle möglichen Interessenkonflikte aufgezeigt haben, haben wir wirklich das Gefühl gehabt, wir haben die Prüfung erledigt. Ich höre nicht, dass es offenbar nicht der Fall ist. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wo der Handlungsbedarf ist oder das konkrete Beispiel, wo der Wurm drin ist. Also vielleicht können wir das auch außerhalb von der Sitzung klären, aber offenbar haben wir die Frage nicht verstanden. Tatsache ist einfach, Interessenkonflikte gehören zum Leben und zu unserem Milizsystem sowieso, also Parlamentsarbeit. Und die Frage ist jeweils, wie gehen wir mit so Interessen- und Rollenkonflikten um? Eine Möglichkeit ist, dass wir gewisse Rollen für unvereinbar erklärt. Da haben wir im Gesetz gewisse Sachen. Man kann nicht gleichzeitig in einem Parlament und im Stadtrat sein, zum Beispiel. Es gibt aber auch Situationen, wo ein einzelnes Geschäft
einen Interessenkonflikt produziert. Und dann geht man einfach bei diesem Geschäft in Ausstand. Also es gibt Regeln, auch im Staatswesen gibt es Regeln, wie man mit Interessenkonflikten umgeht und wo sie eben tolerierbar sind und wo nicht. Und wir sind der Meinung, dass wir bisher da relativ streng waren. Wir schreiben das auch in der Antwort. Im Januar-Seminar vom Stadtrat im 2021 haben wir mit einem externen Experten konkret die Verwaltungsratseinsätze thematisiert und sein Fazit war, dass der Stadtrat von Luzern, und zwar nicht nur der amtierende aktuelle, sondern auch unsere Vorgänger, das sehr streng und sehr genau genommen haben. Also konkrete Situation, dass wir Stadtratsmitglieder in Verwaltungsräte haben, die nachher der Gesamtstadtrat aufgrund von der Loyalität vom Aktienrecht, wo gesetzlich vorgeht, durchaus hätte er mehr informieren über gewisse Vorgänge in der Unternehmung. Er hat gefunden, wir haben das streng ausgelegt. Und jetzt höre ich da innen, eigentlich auf der anderen Seite, wir gehen immer noch zu Lasten mit um. Also es ist wirklich noch schwierig, irgendwo den richtigen Weg zu finden. Und wo jetzt noch genau der Handlungsbedarf ist. Ich bin einfach der Meinung, es braucht ein gewisses Ermessen auch von den Leuten, die man delegiert, wo man ein gewisses Grundkompetenz selbstverständlich muss mitgeben. Für jedes Gremium, strategische Gremium, gibt es ein Gesamtanforderungsprofil vom gesamten Gremium. Führungserfahrung, personelles, Rechnungswesen, Strategie, rechtliches Know-how, je nachdem Branchenkompetenz. Und wenn jemand zurücktritt, schaut man, wie man das für das Gesamtgremium wieder ergänzen kann. Vielleicht ist das auch in einer Start-up-Phase etwas anderes oder in einer Reorganisationsphase als bei Running Business, wie das Anforderungsprofil vom Gremium ist. Und wir haben noch mal eine Reihe von Beteiligungen, die die Vertretung von der Stadt gewährleistet ist, nach Statuten geregelt ist oder im Gesetz steht. Der Bundesrat hat vor etlichen Jahren schon entschieden, dass Bundesratsmitglieder nicht mehr bei den Unternehmungen selber drin sind, Swisscom etc., sondern dass sie zum Teil eben externe mandatieren und mit denen auch Mandatsvereinbarungen machen. Aber auch der Bund hat noch Bereiche, wo er Verwaltungs- oder Kadermitarbeitende reinschickt. Die Kantone haben das gleiche Problem, die Gemeinden haben die gleichen Fragen. Also wir sind in einem ganz normalen Umfeld, wo nichts irgendwie Illegales dran ist. Aber man muss mit den Interessenkonflikten im Alltag eben einen Umgang finden. Und da ist es wichtig, dass die Leute auch ein gewisses Vertrauen haben und einen gewissen Handlungsspielraum innerhalb von diesen Geschäften, die sie zu beraten haben. Das Thema VBL, also dazu kann ich schon konkret etwas sagen. Wir haben im Januar-Seminar 2021 uns als Stadtrat konkret mit unseren VR-Mitgliedschaften Einsitz auseinandergesetzt. Und dass der Martin Merki sich zurückgezogen hat aus dem VBL-Verwaltungsrat, dass die Hintergründe, die Vorgeschichte können wir, hat damit zu tun, dass der Stadtrat fast nicht mehr beschlussfähig war. Und unsere Funktion als Stadtrat geht jetzt einfach den anderen Aufgaben wirklich vor. Wir haben ein Mitglied im Verbundrat Verkehrsverbund, wir haben bei mir in der Finanzdirektion das Beteiligungsmanagement und dann haben wir ein weiteres Stadtratsmitglied, das Verwaltungsrat ist in der betroffenen Unternehmung. Und wir sind als Gesamtgremium schon fast nicht mehr beschlussfähig gewesen. Das ist ein Problem geworden in dieser Krise. Und darum haben wir in im Einzelfall entschieden, dass es richtig ist, wenn der Martin Merki seinen Rücktritt anbietet, dass es wahrscheinlich für das Gesamtgremium das Beste ist. Wir haben nachher überlegt, müsste jetzt auch Manuela Josch als Verwaltungsrätin bei Viva und EWL zurücktreten und sind zum Schluss gekommen, dass wir eben auch im Gespräch mit dem Experten bisher fast streng waren, dass gerade auf der Gemeindeebene sehr häufig noch Regierungsmitglieder bei den Unternehmungen dabei sind, übrigens auch auf der kantonalen Ebene, Gesundheitsdirektoren, die Spitalräte sind etc., das gibt es immer noch, auch die Bankräte sind etc., das gibt es alles immer noch, oder? Das ist an sich nichts Außergewöhnliches. Und wir prüfen jeden Einzelfall. Das ist nicht immer gleich, das ist je nach Phase des Unternehmens, das ist von den Leuten, die gerade zur Verfügung stehen, ist das nicht immer gleich. Wir prüfen nach unserem besten Wissen und Gewissen mit dem Ermessen. Und
dass der Staat mehrere Rollen hat. Also ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, das ist auch gesagt worden, aber das werden wir nie auflösen. Man probiert das mit den organisatorischen Vorkehrungen innerhalb von der Verwaltung zu klären, dass nicht die gleichen zum Beispiel Bestellerrollen haben. Wir haben heute auch schon über Leistungsvereinbarungen geredet, konkret für den Pflegebereich, dass nicht die gleichen die Bestellerrollen haben, wie nachher dann regulieren etc. Das probiert man wirklich irgendwo auch zu klären, mindestens von den Personen her. Und das wird immer eine Herausforderung sein. Und ich muss wirklich sagen, ich nehme das zur Kenntnis, dass, falls es nicht abgeschrieben wird, aber ich werde gleich noch froh, um einen konkreten weiteren Handlungsbedarf das irgendwie zu erkennen, weil ich weiss im Moment nicht, was mehr machen. Vielen Dank. Gut, Christian Hofstrass, bitte. Also, falls es nicht abgeschrieben wird, ganz konkret, ich finde, die Ausführungen sind plausibel und nachvollziehbar aus meiner Sicht. Aber eigentlich würde ich mir nach dem Skandal schon wünschen, dass es irgendeine transparente Begründung gibt, warum das der Stadtrat in gewissen wichtigen Unternehmungen selber im Verwaltungsrat vertreten ist und in gewissen anderen nicht, wo ja in dieser Auflistung eigentlich als gleichwertig erscheinen. Und also mindestens diese Erklärung würde ich, wobei eben, ich bin nicht unterzeichnet von dem Postulat, aber das ist eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, falls die FDP nicht Abschreibung beantragt, ist für uns klar, dass wir die nicht Abschreibung beantragen wollen, weil das eigentlich gerade nach dieser Diskussion und Skandal, und wie wir das immer nennen, von der VB doch ein entscheidender Punkt ist, wo, glaube ich, die Öffentlichkeit könnte Interesse daran haben, wie regelt das der Stadtrat in Zukunft. Danke, dann kommen wir zur Abschreibung. Und zwar beantragt der Stadtrat die Abschreibung. Wer ist für die Abschreibung von dem Postulat 74 gesagt, das bitte mit Hand erheben? Wer ist gegen die Abschreibung? Das Postulat ist nicht abgeschrieben und somit ist das Traktandum 25 geschlossen. Kommen wir zum Traktandum 26, wo vorne schon angekündigt wurde, das ist die Motion 103 Simon Roth, Lena Hafen, Gianluca Bardini namens von der SP-Fraktion sowie Thomas Gfeller namens der SVP-Fraktion vom 14. Mai 2021 über Prüfung der Rechtsformen der Aktiengesellschaften im städtischen Alleinbesitz. Der Stadtrat nimmt die Motion entgegen. Gibt es einen Ablehnungsantrag? Marco Baumann, bitte. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen von der FDP-Fraktion stelle ich den Ablehnungsantrag und tue ich auch gerne schnell ausführen, warum. Als erstes Mal bedanken wir uns für die Stellungnahme vom Stadtrat zu dieser Motion. Der Stadtrat ist ja bereit, einen teuren Planungsbericht für die Überprüfung der Rechtsformen zu erarbeiten. Wir als FDP-Fraktion sehen aber im Gegensatz zum Stadtrat keinen Handlungsbedarf bei der Rechtsformfrage, warum wir die Motion ablehnen. Die bisherigen Erfahrungen mit Auslagerungen zeigen, dass die früheren Entscheidungen für eine Auslagerung in eine AG die richtigen gewesen sind. Eine bessere Qualität, eine Professionalisierung, mehr Effizienz und tiefere Kosten, das haben wir mit Auslagerungen erreichen können. Die Kritik der Motionärin und der Motionäre teilen wir nicht. Im Bereich der politischen Steuerung und der Oberaufsicht läuft vielleicht nicht alles richtig. Das haben wir jetzt gerade mit dem Postulat vorher auch angesprochen. Auch bei einer Aktiengesellschaft haben wir diverse Steuerungs- und Controlling-Instrumente zur Verfügung. Darum teilen wir die Kritik nicht. Nämlich haben wir um die auftragsgemäße Leistungserbringung und den wirtschaftlichen Einsatz von öffentlichen Mitteln zu gewährleisten, haben wir die Leistungsvereinbarungen. Um auf die Unternehmensstrategie Einfluss zu nehmen, haben wir eine Beteiligungsstrategie und ein Beteiligungskontrolling. Und für die Aktiengesellschaften im Besitz der Stadt haben wir auch noch die eigene Strategie. Damit geben wir den Unternehmen klare politische Ziele vor, die sie umsetzen können und die sie dann auch umsetzen müssen. Wir haben zudem die Möglichkeit, die Zusammensetzung der strategischen Führungsorgane mitzubestimmen. Wir können ja eben auch Stadtvertretungen rein delegieren, was uns wiederum weitere Steuerungsmöglichkeiten gibt. Wie die Unternehmen aber nachher die politischen Ziele und die Leistungsvereinbarungen umsetzen, liegt bei den Unternehmen selber. Wir müssen uns als Stadt Luzern nicht ins operative Tagesgeschäft einmischen.
Wir müssen das Controlling und die Aufsicht mit diesen Steuerungsinstrumenten sicherstellen. Wichtig für eine gute Corporate Governance ist eben die klare Zuordnung der Verantwortung. Dort hat die Stadt die Verantwortung als Eignerin sowie als Bestellerin und Gewährleisterin und ist für die Aufsicht verantwortlich. Und dort sind die aktuellen Probleme zu verorten, die jetzt vielleicht auch Motionäre sehen. Nämlich nicht bei der Rechtsform selber oder bei der Auslagerung, die man jetzt in dieser Motion so ausgelegt hat, sondern eben bei einer verantwortungsvollen Public Corporate Governance. Darum sind wir nicht dafür zu haben, dass man jetzt hier einen Planungsbericht erstellt, wo man alle Rechtsformen wieder analysiert, weil das hat man damals bei den Auslagerungen gemacht. Man hat sich für eine Rechtsform entschieden, die in unseren Augen jetzt wirklich in den letzten Jahren so gut funktioniert hat. Wir müssen jetzt den Weg eher über die Public Corporate Governance gehen, wie wir es jetzt vorher auch diskutiert haben. Und darum lehnen wir die Motion ab. Simon Roth für die SP. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ein bisschen überrascht natürlich über den Ablehnungsantrag. Vor allem, wenn man dann mit der Begründung kommt, dass sie einen teuren Planungsbericht. Also, meine, was uns das jetzt gekostet hat, VBL. Wenn wir da auch noch ein bisschen etwas verhindern können, dann haben wir das Geld längstens wieder drin. Also, ich glaube, jetzt hier das Geld ins Spiel zu bringen, finde ich ein bisschen schwierig. Und dann ist auch gesagt worden, ja, die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, das ist die richtige Rechtsform. Ja, das kann man auch anders sehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und es ist auch nicht so, als wenn man die alten B&As anschaut von der Auslagerung, dann muss man auch sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das derart ergebnisoffen geprüft worden ist damals. Es ist relativ offensichtlich aus meiner Sicht jetzt, dass man primär Argumente genannt hat, die für eine Aktiengesellschaft sprechen und Argumente, die gegen eine, zum Beispiel jetzt eine öffentlich-rechtliche Anstalt sprechen. Und es ist einfach so, eine Aktiengesellschaft, gerade auf kommunaler Ebene, hat man nicht die gleichen Möglichkeiten, wie das beispielsweise ein Kanton oder ein Bund mit spezialrechtlichen Aktiengesellschaften hat. Wir sind da einfach im OR halt unterstellt, was die Vorgaben vom OR sind und können da nicht irgendwie uns Sonderrecht rausnehmen. Und wir probieren das, und das haben wir jetzt in den vergangenen Jahren auch schon immer wieder gemacht, irgendwo durch gleich so ein bisschen Lösungen, Halbpatzungen oder irgendwie Wege zu finden. Wir stehen einfach immer auch mal wieder an dort. Und von dem her, denke ich, ist es jetzt an der Zeit, 10, 20 Jahre nach der Auslagerung zu überprüfen, haben die Erwartungen, die man damals hatte, mit dieser Rechtsform, erfüllen die sich wirklich? Oder gibt es eben Möglichkeiten, die Probleme, die man in der Zwischenzeit auch erkannt hat, mit anderen Rechtsformen zu mildern? Und genau das ist das, was die Motion erfordert. Und ich glaube, für das mal 30'000 Franken einzusetzen, das ist jetzt, weiss Gott, nicht übertrieben. Ja, und eben, also, dass wir Führungsgremien ernennen, das stimmt so auch nicht. Das kann der Stadtrat, aber sicher nicht das Parlament, aber um das geht es jetzt hier auch nicht. Und man muss sich einfach gleich auch vor Augen halten, eine Aktiengesellschaft, was ist die geschaffen worden? Die ist typischerweise dafür gedacht, dass relativ viele unterschiedliche Anteilseigner sich um eine profitorientierte Unternehmen beteiligen. Und beides trifft für die städtischen 100% Beteiligungen nicht zu. Es sind Unternehmen, die primär gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringen und die häufig nicht einfach so durch irgendein anderes Unternehmen können erbracht werden. Ein typisches Beispiel, denke ich, ist aktuell TWL. Man hat eine ganz zentrale, ganz eminent wichtige Aufgabe bei der Umsetzung von der Klimastrategie von der Stadt Luzern. Das können wir nicht einfach so irgendwie im freien Markt überlassen. Oder sonst können wir sicher die Ziele, die wir uns setzen, nicht erreichen. Und wo hier auch irgendwie der Fokus auf Profit oder auf Expansion kann führen, wo eben einer Aktiengesellschaft bis zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen immanent ist. Gut, das ist ein Fremdwort, das ich nicht richtig aussprechen kann. Hätte ich gescheiter lassen. Aber jedenfalls hat sich das bei der VBL gezeigt, wo das auch zum Teil hinführen kann. Und genau. Also wir begrüßen von dem her sehr, dass der Stadtrat bereit ist, sich diesen Fragen zu stellen. Und wir hoffen und gehen auch davon aus, dass es ihm da wirklich um einen ernsthaften Erkenntnisgewinn geht und nicht darum, irgendwie frühere Entscheidungen zu rechtfertigen. Von dem her, wir halten an der Überweisung von dieser Motion fest. Christian Hochstross für die Grünen. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir stellen uns nicht gegen die Überweisung von dieser Motion, obwohl wir
gewisse Zweifel haben, dass es zu einem ernsthaften Erkenntnisgewinn kommt, wie Simon Roth gerade ausgeführt hat. Die FDP-Fraktion hat verlautet, dass die Entscheide richtig waren, dass wir die Dienstabteilungen ausgelagert hat in AGs. Ich würde es vielleicht so formulieren, aus unserer Sicht ist es nicht nur falsch gewesen, dass man das gemacht hat, aber ich glaube, ganz so entspannt wie die FDP schauen wir das auch nicht an. Es hat doch einige Diskussionen gegeben und Problemfelder, wo man gemerkt hat, dass das an gewisse Grenzen stößt. Die Auslagerung hat aus unserer Sicht zum Teil Vorteile. Man muss sich einfach überlegen, in welchem Bereich ist so eine Unternehmung tätig. Und man hat zum Beispiel mit der VBL, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, die gehört zwar der Stadt und das sind gemeinwirtschaftliche Leistungen, das ist richtig, aber das ist keine kommunale Aufgabe. Die hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverbund, aber das ist eigentlich alles. Die Stadt bestellt keine Leistung bei der VBL. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist es wirklich aus irgendeinem Grund sinnvoller oder wäre es im Nachhinein sinnvoller gewesen, wenn die Unternehmung eine öffentlich-rechtliche Anstalt oder sogar eine Dienstabteilung gewesen wäre? Hätten wir die Probleme nicht gehabt und vor allem, wie wäre mit diesen Problemen umgegangen, wenn sie gleich auftaucht wären. Dann wäre dann einfach die öffentliche Hand selber in der Verantwortung gestanden für das, was passiert wäre. Ab und zu sind die unabhängig effizienten Leistungserbringungen aus dem Grund aus unserer Sicht auch richtig. Jetzt ist die Frage, wie viel tut man sie kontrollieren und wie fest werden wir steuern. Und da gibt es natürlich einen gewissen Spielraum. Aus unserer Sicht ist nicht alles, sind nicht alle Aufgaben bei der Verwaltung oder näher bei der Verwaltung automatisch in besseren Händen. Man muss sich die Frage stellen, was sind unsere kommunalen Aufgaben und wie können wir die optimal erbringen. Das ist bei jeder von diesen Unternehmungen unterschiedlich. Darum sind wir offen, dass man das einmal überprüft. Aber wir haben eine gewisse Skepsis, dass es ernsthafte Neuerkenntnisse gibt, wie schon erwähnt, betreffend unabhängiger Unternehmensführung und Leistungserbringung, respektive mehr Steuerungsmöglichkeiten. Aus unserer Sicht ist das eigentlich hinreichend bekannt und ganz so einfach sieht es aus unserer Sicht nicht aus, dass man eine bessere Rechtsform findet für das, was wir heute haben. Aber wir stellen uns offen dieser Diskussion und sind gespannt auf den Bericht. Thomas Gfeller für die SVP. Ja, Frau Ratspräsidentin, geschätzte Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht eine alltägliche Konstellation, dass eine SVP mit einer SP einen gemeinsamen Vorstoss einreichen. Auch wenn wir vielleicht in der Endauswertung unterschiedlicher Meinung sind, sind wir fest davon überzeugt, gerade mit dem Blick in die Vergangenheit, dass die Frage erlaubt sei, ob die Rechtsform AG für die städtische Unternehmung im Alleinbesitz die richtige Form ist. Wie in der Motion beschrieben, geht es der SVP nicht nur primär darum, zu prüfen, welche Vor- oder Vorteile eine Aktiengesellschaft gegenüber einer rechtlichen öffentlichen Anstalt hat. Uns geht es vielmehr darum, auszuloten, welche Möglichkeiten prinzipieller Art zur Verfügung stehen. Also eine von den Möglichkeiten zum Beispiel ist der komplette Verkauf von der Beteiligung. Beteiligung komplett abzustossen oder völlig in die andere Richtung, wie der komplette Integrieren in die Verwaltung. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Damit man sich eben vertieft damit auseinandersetzen kann, hätten wir gerne einen Planungsbericht, der die Möglichkeiten aufzeigt, damit wir anschliessend eine Meinung bilden können und darüber können diskutieren können. Die SVP freut sich, dass der Stadtrat das genau so sieht und den B und A dort in Aussicht stellen. Wir stimmen der Motion zu. Miriam Fries für die CVP. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es gehört, Motionäre und Motionärinnen verlangen, dass die Rechtsformen von den vier AGs, Hallenbad AG, EWL, Energie, Wasser, Luzern, Holding AG, VBL AG und Viva Luzern überprüft werden. Man könnte jetzt die Motion so wie die FDP kurz und bündig abweisen. Die Transformation von diesen Verwaltungseinheiten haben wir ja damals umfassend geprüft, politisch breit diskutiert und schlussendlich in Volksabstimmungen entschieden. Das wäre aber doch ein bisschen kurz gegriffen. Einerseits ist die Wahl von der Rechtsform zentral und Bedürfnis von der Stadt Luzern nach spezifischen Informations- und Einflussrecht sicherzustellen. Die Bedürfnisse haben sich im Laufe der Zeit geändert. So wie auch die generellen Beurteilungskriterien bei der Wahl der geeigneten Rechtsform. Wie die Motionäre und der Stadtrat aufzeigen, gibt es dazu verschiedene Varianten. In dem Sinn finden wir es richtig, wenn das gewählte Konstrukt auch wieder mal überprüft wird.
Weiter, wir haben es auch gehört, hat die Vergangenheit gezeigt, dass es Situationen gegeben hat, bei denen das Konstrukt der privatrechtlichen AG zu Problemen geführt hat. Der Informationsfluss hat nicht funktioniert, die Stadt hat den gewünschten Einfluss nicht wahrnehmen können und es war umstritten, inwiefern die Stadt denn überhaupt Einfluss nehmen soll. Ein Teil dieser Probleme ist durch die Revision des Beteiligungsmanagements angegangen worden. Eigentlich sind die getroffenen Massnahmen aus unserer Sicht ausreichend. Trotzdem verschließen wir aus einer Prüfung der einzelnen Unternehmensformen und der Beizug von externer Fachunterstützung nicht. Im Idealfall führt das dazu, dass eine neue Diskussionsbasis geschaffen werden kann und wir zusätzliche Verbesserungen können erreichen. In diesem Sinn stimmt die CVP der Motion zu. Schön gut für GLP. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, um es vorwegzunehmen, aus Sicht der GLP drängt sich aktuell keine grundsätzliche Neuaufstellung von unserer drei hauseigenen Aktiengesellschaften im städtischen Alleinbesitz auf. Das Modell der AG bringt der Tochtergesellschaft die aus unserer Sicht, aus grün-liberaler Sicht, notwendigen Freiheiten, um auf dem Markt schnell, flexibel und dynamisch agieren zu können. Ein durchaus legitimer und rechtmäßiger Prüfungsauftrag ist aus Sicht der GLP aber in Ordnung, insbesondere auch, wenn man die Wirren und die VBL AG berücksichtigt. Auch die Zusammenführung der verschiedenen Angebotanbieter im Bereich Alters, Pflege- oder Altersthemen rechtfertigt aus unserer Sicht auch eine Überprüfung der aktuellen Strukturen. Auch das Modell der sogenannten gemeinnützigen AG ist aus unserer Sicht prüfenswert. Wir haben aber, wie es die Grünen-Liberalen haben, immer so ein bisschen zwei Herzen in unserer Brust. Und wenn ich dem Vorredner Simon Roth zugelassen habe, ist es genau das, was wir befürchtet, oder? Das Öffnen der Büchse der Pandora. Und das beweist ja damals schon, was die Lösung ist, oder? So eine Offenheit habe ich jetzt nicht so gehört. Das heisst eigentlich eher lieber nicht anlängen. Und nachdem Christian Hochstrasse zugelassen habe ich dann schon wieder eher gedacht, mal könnte man eigentlich zustimmen. Wir sind uns vielleicht nicht ganz einig in der Fraktion, aber ich denke, es ist es wert, vorurteilsfrei, offen dem nachzugehen. Nach dem Fraktionssprecher, ich gehe davon aus, dass Franziska Witzin etwas zu sagen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Rat. Ja, ich glaube, wir hatten die Wahl, als der Vorstoss reingekommen ist. Wie geben wir die Antwort? Weil eine allgemeingültige Antwort für sämtliche Unternehmungen ist nicht möglich. Und ich glaube, auch in den 90er Jahren war so ein bisschen die New Public Management Euphorie. Man hat alles Mögliche ausgelagert. Und ich glaube, wenn man es heute machen würde, würde man es differenzierter anschauen, würde man eher die Aufgabe anschauen, die überhaupt auszulagern ist. Was ist noch die öffentliche Aufgabe? Wo ist der Markt? Etc. Das würde man heute differenzierter machen. Man hat die Wahl gehabt, entweder schon in dieser Antwort ganz viel zu einzelnen Unternehmungen ausführen und sagen, okay, wenn der Rat das will, dann geht es den Auftrag, dann machen wir das, es wird aufwendig. Es ist nicht für jede Unternehmung die gleiche Auslegeordnung, man muss es wirklich im Detail anschauen. Und wenn wir es aber machen, dann wird das Ergebnis offen sein, also nicht irgendwie eine Farce oder so, sondern ich glaube, nach diesen 20 Jahren lohnt es sich mal hinzuschauen, wie hat sich das entwickelt, haben sich die Erwartungen erfüllt, würde man das heute immer noch machen, was ist heute noch die öffentliche Aufgabe drin, und das vielleicht auch eben ergebnisoffen, unabhängig von allfälligen, immer wieder erwähnten Skandalen etc., sondern wirklich einfach von der Aufgabe von der Unternehmung und von der öffentlichen Aufgabe her angeschaut. Wir wären bereit, das zu machen, wenn der Rat das möchte. Gut, dann stimmen wir genau über das abstimmen. Und zwar, wer ist für die Überweisung der Motion 103? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer ist gegen das? Also die Motion 103 ist somit überwiesen und das Traktandum 26 geschlossen. Traktandum 27, Interpellation Miriam Fries, Andreas Felder namens CVP-Fraktion vom 29. März 2021. Hat die Stadt genügend Handlungsspielraum bei dringlichen Geschäften? Es ist eine Interpellation und darum die Frage an dich, Miriam, bist du kurze Erklärung oder Diskussion?
Kurze Erklärung. Gut, du hast das Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir danken dem Stadtrat für die ausführliche Antwort und die Auslegeordnung, wo das Spannungsfeld zwischen schnellem Handeln und demokratischem Recht gut aufzeigt. Wir sind zwar noch immer der Meinung, dass die Umsetzung des Postulats für einen dringlichen Mieterlass eigentlich zu lang gedauert hätte. Aufgrund der Antwort des Stadtrats sehen wir aber keinen eindeutigen und keinen zwingenden Handlungsbedarf, weder in Bezug auf die Ausgabenlimite des Stadtrats noch in Bezug auf ein allfälliges Notrecht auf städtischer Ebene. Die Antwort ist aber definitiv wertvoll und wir werden gegebenenfalls auf die Themen zurückkommen. Besten Dank. Somit ist das Traktandum 27 geschlossen und wir kommen zum letzten und das ist der Beschlussesantrag 88 von Jonas Studhalter und der Irina Studhalter namens der Grünen, Jungen Grünen Fraktion vom 23.04.2021 Jugendparlament antragsfähig machen. Da hat der Stadtrat einen Ablehnungsantrag gemacht, macht aber gleichzeitig in seiner Antwort eine Empfehlung zuhanden vom Parlament. Und ich würde darum beliebt machen, dass wir dann auch gerade über die Empfehlung würden abstimmen. Also, oder die konkret, Jona, bist du damit einverstanden, dass sich dann die Geschäftsleitung vom Grossen Stadtrat dem Reglement würde widmen? Das Wort. Ja, in Rücksprache mit dem Jugendparlament sind wir mit der Ablehnung vom Stadtrat einverstanden und würden so eine Überweisung im Sinne des Gegenvorschlags vom Stadtrat begrüßen. Dann stimmen wir doch darüber ab, wer dafür sind, dass wir uns in der Geschäftsleitung Gedanken machen, das zu optimieren. Vor allem, das ist ja die Frage der Mitgliederzahl, also im Sinne der Antwort vom Stadtrat. Wer da dafür ist, zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer ist dagegen? Dann ist das so, wir haben das als Auftrag aufgenommen. Das schauen wir dann nächstes Mal, machen wir dann wieder mal einen Termin ab, wenn wir eine Sitzung haben. Somit ist das Traktandum 28 geschlossen. Wir sind durch. Ich war eine ganze Stunde. Ich hätte also nicht gedacht, dass wir es schaffen, heute alle Traktanten durchzudebattieren. Wir sehen uns nächste Sitzung in zwei Wochen am 11. November. Wir haben dazu einen Gast, der kommt nach dem Mittag, der Chefredakteur der Blickgruppe, der Christian Dohrer, der seine Sicht vom Journalismus und Umgang mit dem Parlament wird zeigen. Wir haben dort noch einen Slot, wo er noch Fragen stellen für ihn. Das habe ich mit ihm so abgemacht, dass es nicht nur einfach eine Rede gibt, sondern dass ein kurzer Austausch noch möglich ist. Somit danke ich euch, die Sitzung ist geschlossen und einen wunderschönen Abend.